Ja, dieser Beitrag benötigt ein rückwirkend aufgenommenes Vorwort. Er hat auch ein Schlusswort, deswegen benötigt er jetzt auch das Vorwort. Denn ich habe ja versucht, in der Vergangenheit bei dem Stefan-Joe-Konflikt die meisten kleineren Sticheleien und so weiter und so fort nicht weiter zu beachten. Allerdings ist es halt doch ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Veranstaltung und ich möchte jetzt einfach mal in dieser Folge meiner Besprechung das alles mehr oder weniger einmal besprechen, dann ist es gemacht und dann ist es erledigt und dann müssen wir nie wieder drüber nachdenken. Das werden wir hiernach auch nicht tun, versprochen, es sei denn, es kommt halt nochmal irgendwas unglaublich Krasses, wo ich mir einfach mich nicht zusammenreißen kann. Aber ja. Ja, also bisher habe ich das alles versucht, eben wie gesagt, so sachlich wie möglich zu analysieren. Wenn es irgendwo eine Sachebene gibt, dann kann man das auch auf der Sachebene versuchen zu klären, naturwissenschaftliche Argumente irgendwie rauszufischen, um damit irgendwie vorzugehen und generell einfach Argumente zu verwenden und nicht Quatsch, ne? Und ich hoffe, das habe ich auch in diesem Beitrag weitestgehend so gemacht, aber ich kann manche Sachen einfach nicht verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass das deswegen schlimm ist. Ja, wenn ich's, nur weil ich es nicht verstehe, muss es nicht zwingend automatisch unbedingt falsch sein. Ich hatte jetzt auch noch überlegt, ob ich das Ganze, was jetzt kommt, noch ein bisschen versöhnlicher zusammenschneide und ein paar Spitzen meinerseits noch rausnehme, so gegen Ende hin. Weil mir da schon es schwer fällt, nicht doch auch ein wenig harsche Kritik an bestimmten Verhaltensweisen von insbesondere Stefan zu üben. Ja, aber nee, ich lasse es jetzt drin, weil dafür gibt es das Schlusswort. Er hat dann noch eine Äußerung gebracht in irgendeinem seiner eigenen Streams, wo mir dann der Hut hochgegangen ist und seitdem kann ich den Kerl einfach nicht mehr ernst nehmen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Das heißt jetzt trotzdem, bitteschön, also jetzt für uns alle, wir schreiben immer noch keine Beleidigungen in die Kommentare, bitte. Wir können harte Kritik äußern, solange sie höflich formuliert ist und damit, da muss er dann halt mit leben im schlimmsten Fall, dass das Internet ihn jetzt halt kritisiert, weil letzten Endes der Realität sollte man sich halt schon irgendwo stellen. Ja? Und wenn die Realität halt darin besteht, dass du gezeigt hast, dass du nichts kannst, also angenommen, jetzt mal hypothetisch, und dir die Realität dann mitteilt, dass du nichts kannst, dann mag das hart sein, aber es ist dann halt nun mal die Realität. So. Und was ich jetzt damit genau meine und so weiter und so fort, das erfahrt ihr im weiteren Verlauf. Trotzdem, wie gesagt, freundlich bleiben in der Kommunikation, hoffentlich auch in der Wortwahl und hoffentlich auch im gefühlten Ton. Das ist bei geschriebenem Text ja immer nicht ganz so einfach, den Ton richtig zu treffen. Wäre mir sehr, sehr lieb. Und wenn ihr jetzt meine Reaktion für völlig überzogen haltet, dann dürft ihr mir das selbstverständlich auch gerne mitteilen und mich kritisieren, dass ich jetzt hier auch zu den Bösen gehöre, weil ich den armen Stefan nicht richtig verstanden habe. Und ja, was auch immer. Ne? Also bitte gerne. Aber ich kapiere es wirklich nicht mehr. Ich kapiere es wirklich nicht mehr. Also spätestens nicht mehr, wenn wir beim Nachwort angekommen sind. Die Infos, die ich fürs Nachwort noch bekommen habe, hatte ich noch nicht, als ich den Beitrag, der gleich folgt, aufgenommen habe. Und darum ist der Gesamtbeitrag eigentlich etwas gemäßigter als dieses Vorwort oder das Nachwort. Ja? Aber nichtsdestotrotz, legen wir es einfach mal mit dem Hauptbeitrag los. Und alles Weitere, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir können gerne drüber reden, so ich dann zum Kommentare kommentieren ausreichend komme. Bin sowieso wahrscheinlich der Letzte, der noch irgendwie großartig zum Stefan-Joe-Konflikt nennenswert noch was analysiert. Und ja, nichtsdestotrotz, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das Spielchen und damit geht's los. So, hallo und herzlich willkommen heute mal auf dem Acker mit dem rumstehenden Ben, weil der Acker ist nass und ich habe meine Sitzunterlage vergessen. Daher, und ich habe außerdem heute ein Stativ und nicht ein Deppenzepter, sonst würde ich hier rumlaufen und euch noch ein bisschen was vom Acker, also genau genommen ist es eine Streuobstwiese, ne, zeigen. Aber das geht jetzt nicht, weil mein Stativ rumschleifen und als Deppenzepter verwenden, das ist mir jetzt gerade schlicht und ergreifend zu anstrengend, insbesondere da ich nachher noch zum Sport will, um schwere Dinge zu bewegen. Und da muss ich nicht jetzt schon anfangen, naja, okay, zugegeben nicht sehr schwere, aber halt doch Dinge zu bewegen. Also,
kommen wir heute zu Folge 5 und 6 der Sieben Wilden, beziehungsweise ich würde Folge 5 und 6 fast mit dem Untertitel die Stefan versus Joe, eigentlich eher Gruppe versus Stefan, Folge nennen wollen, aber zumindest im Internet wird der Konflikt ja eher als Joe versus Stefan, umgekehrt Stefan versus Joe wahrgenommen. Und auch wenn das ein Thema ist, was ich jetzt wirklich insgesamt versucht habe auszublenden, verstehe ich, dass es viele Menschen gibt, die das nervt, insbesondere auch in meiner Community sind da einige dabei, die im Grunde gerne den Survival-Krempel geguckt hätten, aber zum Beispiel da jetzt auch mal ausschalten mussten zwischendurch. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen wieder eingeschaltet haben, wäre ja jetzt konfliktfrei möglich, aber denn die Negativität, die da halt doch durchschwingt, sehr, sehr stark auf die Nerven gegangen ist, wovon wir in unserem Alltag gegebenenfalls schon genügend haben und dann sicherlich in der Freizeit vielleicht nicht auch unbedingt noch mehr davon brauchen. Ich kann auch verstehen, also ohne dass ich da wirklich mitreden kann, was ein Reality-Format oder so genau ist. Ich kenne mich da wirklich überhaupt nicht aus, ich gucke sowas nicht, aber ich verstehe irgendwo so ein bisschen, dass man zumindest mal das Gefühl haben könnte, dass das Seven vs. Wild jetzt in diese Richtung geht. Ich habe daher mal gegoogelt, was ein Reality-Format sein soll, und habe dann festgestellt, dass es wohl definitionsgemäß wohl eine größere Rolle spielt, dass bei diesem Reality-TV-Krempel, also von Big Brother angefangen, das ist ja schon uralt, das System, das gibt's, da war ich noch jung, als das zum ersten Mal aufkam, bis hin zu eben dem Dschungelcamp oder was es da sonst noch so alles gibt, die haben gemeinsam, dass es da schon ein Einwirken des Produktionsteams gibt und außerdem unfreiwilliges gefilmt werden der Teilnehmenden. Ja? Bei Seven vs. Wild ist es natürlich so ein Stück weit so, dadurch, dass das jetzt in dieser Staffel zumindest eine Gruppe ist, kann es natürlich sein, dass Sachen gefilmt werden, wo einer nicht möchte, dass die gefilmt werden. Sprich, die berühmte Szene, in der Stefan Kameras ausmacht, beziehungsweise mindestens eine Szene, in der Stefan die Kamera vom Uwe ausmacht. Und der Fritz das auch bestätigt hat, dass diese Szene so existiert. Die hätte er also gesehen in der Rohschnittfassung. Das heißt, da dürfen wir wohl schon davon ausgehen, dass die existiert. Fritz ist in diesem Punkt ja quasi eine neutrale Kraft. Wenn der das sagt, dann gehe ich schon sehr davon aus, dass das tatsächlich so gewesen ist. Und der Stefan inzwischen auch zugegeben hat, dass das so gewesen ist. Also nur so mal als ein Beispiel. Ja. Aber ich denke schon, dass bei einem Reality-Trash-Format, RTL 2-Niveau und so ein Krempel, irgendwo da noch auf die Kandidaten eingewirkt wird. Die müssen dann ja immer in so ein komisches Besprechungszimmer oder was auch immer, irgend sowas in die Richtung, und kriegen dann häufig, habe ich mir so erklären lassen, wie gesagt, ich gucke sowas nicht, aber ich habe es mir so erklären lassen, mit Nachlesen in einschlägigen Seiten und Fragen von Leuten, die sowas schon mal geguckt haben. Leider kenne ich Leute, die sowas gucken. Ich schäme mich für sie, aber ich mag sie trotzdem. Dass da dann wohl auch Stichworte gegeben werden in diesen Talkboxen oder wie auch immer die heißen mögen, so nach dem Motto, die Sandra hat gesagt, du stinkst, was sagst denn du dazu? Und dann schneiden sie natürlich in die spätere Folge nur rein, wie sich da jetzt aufgeregt wird, dass die Sandra eine total blöde Kuh wäre, und hinterher konfrontieren sie die Sandra, wenn die Sandra in die Talkbox oder sowas muss, und sagen ihr, der Jürgen hätte gesagt, du bist voll die dumme Kuh, und außerdem stinkst du. Und dann eskaliert das und dann treibt man das Ganze noch künstlich in die Höhe. Und wie gesagt, die Teilnehmer haben überhaupt keine Privatsphäre und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, privat mal irgendwo noch ein paar Worte zu wechseln. Das haben wir bei Seven vs. Wild ja so nicht. Es gibt ja häufiger mal Sachen, wo man sich gefühlt wünschen würde, das sei gefilmt worden, wo sich auch einzelne Teilnehmer ärgern, dass bestimmte Sachen nicht reingeschnitten worden sind, die gefilmt wurden. Und dann gibt es dann auch das Phänomen, dass eine GoPro hin und wieder mal ausfällt. Ich filme mit genau dem Modell, was die da auch dabei hatten, und kann bestätigen, jupp, das kommt ab und zu mal vor. Bei und nach Kauf dieser Kamera habe ich mich damit auch mal intensiver beschäftigt, wie oft das denn vorkommt. Mein Modell ist ehrlich gesagt relativ brav. Das kommt also nur sehr selten vor. Aber ja, es kommt vor, dass die einfach mal so plötzlich das Filmen aufhört. Mein Vorgängermodell hat das gegen Ende nur noch gemacht, deswegen habe ich es auch ausgetauscht, was eine gute Idee war. Hier ist auch die Lichtstärke erheblich besser. Was auch immer. Jedenfalls, das sind einfach so Sachen, wo man dann sagen kann, weiß ich nicht. Ich finde, das ist schon nochmal ein großer Unterschied gegenüber so einem relativ gestellten, beeinflussten, durch die Organisation beeinflussten Format mit 24/7
unfreiwilliger Überwachung. Hier ist ja das Filmen alles freiwillig. Die können sich filmen, die sind natürlich auch angehalten, sich zu filmen. Das ergibt ja auch Sinn, aber sie müssen es nicht. Also die nächtlichen Lager- oder abendlichen Lagerfeuergespräche, die haben wir immer nur in sehr verkürzter Darstellung. Und soweit ich das mitbekommen habe, existiert davon auch nicht mehr Material, weil das alles dann off-Kamera stattgefunden hat, wenn da dann auch durchaus private Dinge besprochen werden. Was dann auch erklärt, dass mindestens dann jetzt in den späteren Folgen, die jetzt kommen werden, der Gruppenzusammenhalt, das ist ein Spoiler, den mache ich jetzt einfach mal krass, sehr gut ist. Ja? Zumindest für mich so als externer Wahrnehmer, der das nicht wirklich beurteilen kann, weil er nicht dabei gewesen ist. Und ich vermute schon, dass man sich da also auch wirklich Details aus dem Influencer-Leben. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Julia da einige interessante Geschichtchen zu erzählen hat. Dass Joey Kelly interessante Geschichtchen zu erzählen hat, steht völlig außer Frage. Ja, vielleicht muss man den Mann nicht unbedingt mögen, aber der hat was erlebt. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der definitiv was erlebt hat, was sich da bei ihm so zugetragen hat. Er ist ja auch nicht mehr so jung, dass da nicht eben im Lauf der Jahrzehnte das eine oder andere Spannende zusammengekommen sein muss. Und ich denke, auch ein Joe kann das eine oder andere beitragen. Vielleicht sogar ein Hugo. Das heißt, vielleicht bestimmt hat auch der Hugo ein paar lustige Geschichtchen parat aus seinem Leben. Wie es ist, wenn man versucht, einen Weltrekord im möglichst lange Online-Sein zu halten und keine Ahnung was alles. Ja? Sandra selbstverständlich auch. Und inwiefern diese Gespräche schon stattgefunden haben, als Stefan noch Teil der Gruppe war, weiß ich nicht. Wenn ja, dann hat er da hoffentlich auch irgendwas Schönes gehabt, um sich einzubringen. Ich mag jedenfalls die Vorstellung, dass das vielleicht so gewesen sein könnte. Zumal es ja auch mit Stefan als Teil der Gruppe durchaus harmonische Momente zu geben scheint oder zumindest Momente zu geben scheint, bei denen jetzt kein unmittelbarer Streit irgendwie feststellbar wäre, die auch auf Kamera festgehalten sind. So, drum wegen eben dieser Freiwilligkeit des Filmens, der, und das glaube ich Ihnen schon, der Nichtmöglichkeit der Orga, irgendwie auf das Geschehen einzuwirken, nachdem das Geschehen dann am Laufen ist. Und ich glaube Fritz schon, wenn er sagt, das ist quasi eine Blackbox, du wählst die Kandidaten aus, gibst ihnen Zeug, versteckst Koffer, hinterlegst Funksprüche und schmeißt die dann so in dieses Szenario und in dem Moment hast du keinerlei Kontrolle mehr darüber, was da passiert. Das ist dann auch übrigens dann nochmal das Hauptargument für mich persönlich, weshalb man da, und da muss ich mich tatsächlich korrigieren vom letzten Mal, nicht Hans, Sabine, Simon, Daniel und Carsten und von mir aus noch ein paar Leute, Dörte, da reingeschickt hat. Also irgendwelche völlig random Personen, eine Krankenschwester, die hat immer was Interessantes zu erzählen, eine Altenpflegerin hat garantiert auch ganz viel Interessantes zu erzählen, von mir aus noch ein Arzt, einen, wie wär's mit einem Mathematiker, das sind ganz spannende Leute, und weiß nicht, den Karl-Heinz von der Feuerwehr und Micha von der Müllabfuhr. Was weiß ich, ja? Also eine völlig bunte Mischung, unterschiedliches Bildungslevel irgendwie sowas in die Richtung hätte man da selbstverständlich auch reinschmeißen können. Wäre die Chance groß, dass da auch total spannende und super sympathische Leute dabei sind? Absolut. Aber, ja, die sind es halt nicht gewöhnt, mit der Kamera umzugehen und sich ständig ihr Leben einer kleinen schwarzen Kasten anzuvertrauen. Und wenn du da jetzt Geld investierst für das ganze Kladderadatsch und dem Flugzeug und so weiter und so fort und die Ankunft der Teilnehmer und alles pipapo und das ganze Marketing und den Schnitt, den macht auch niemand gratis, ja, dann verstehe ich schon, dass bei dem ganzen Aufwand, und ich glaube Fritz auch, wenn er sagt, das Ganze sei teuer gewesen, ich gehöre aber auch zu den Leuten, die sagen, naja, aber die Einkünfte sind ja auch nicht gerade schlecht. Also da will ich jetzt nicht Mitleid haben, ehrlich gesagt. Aber wie auch immer, jedenfalls verstehe ich, dass das unternehmerische Risiko bei der Verwendung von Dörte, Hans und Beate deutlich größer gewesen wäre, als wenn du da irgendwelche Rampensäue, die halt Berufsrampensau in Anführungszeichen sind, hinschickst, bei denen du sicher sein kannst, dass wenn du ihnen eine Kamera gibst, mit der sie reden können, als einzigen besten Freund, die dann mit ihrem besten Freund auch viel Zeit verbringen werden. Und von daher, ja,
Also nee, ich kann die Einschätzung, das sei Trash-TV oder sowas in die Richtung, nicht teilen. Wenn du da solche Leute in so eine Situation reinschmeißt und die sich streiten, dann würde ich tatsächlich auch der Meinung sein, dass das halt einfach die Realität ist, die da abgebildet wird. Schmeiß 7 Leute, die sich nicht nennenswert kennen, Ausnahme von 2, die sich ein bisschen besser kennen. Ja, das müssen wir ja der Fairness halber auch sagen. Und ich hätte es auch besser gefunden, wenn Joe und Joey nicht eine Vorgeschichte gehabt hätten und das Team prinzipiell. Also ich bin weder gegen Joe noch gegen Joey, finde das beides prima Kandidaten. Aber es ist halt für dieses Szenario und diese Zusammensetzung ein bisschen schwierig, dass zwei halt schon vorher Kontakt miteinander hatten und die anderen jeweils halt nicht miteinander. Das ist so ein kleines bisschen was. Meine Gerechtigkeits- und Fairness-Sensoren schlagen da ein wenig an und hätten das prinzipiell gern anders gehabt. Auch wenn ich, wie gesagt, mit den beiden Personen sehr, sehr glücklich bin als Kandidat. Aber ja, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, ja, was da eine vernünftige Lösung gewesen wäre. Gut, jedenfalls, nö, also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das Trash-TV ist. Nochmal allerdings, dass es Leuten wehtut, diesen Streit mit angucken zu müssen, dass da Bad Vibrations im Raum sind und man die Negativität oder Toxizität, wie man das heutzutage gerne nennt, nicht leiden kann und da überhaupt keinen Spaß dran hat und einem das den Spaß an dem ganzen Krempel versaut, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man persönlich auf sowas reagiert. Sicherlich auch, wie viel persönliche Vorerfahrung man damit gemacht hat, haben wir sicher alle irgendwie ein bisschen. Sicherlich auch noch eine Frage, wie lange das letzte Mal her ist, dass man sowas in diese Richtung erlebt hat. Und wenn man persönlich gerade in einer ähnlichen Phase selber drinsteckt mit seinem eigenen Leben, dann habe ich da absolute hundertprozentiges Verständnis, dass man sich dann die Streitereien da nicht angucken möchte. So, jetzt 2 sachliche Themen, bevor wir weiter auf die Streiterei und Gruppendynamik und so weiter und so fort Eskalation eingehen. Die Hummel essen. Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich zu blöd gewesen wäre. Kann ich aber absolut nachvollziehen, es zu tun, wenn man gerade die Geistesgegenwärtigkeit besitzt, sich da vorbeifliegendes Essen ebenso mal zu schnappen und zu einem kleinen Snack zu verarbeiten. Also ich sehe da kein Problem. Wenn es ein anderes Tier gewesen wäre, sehe ich da auch kein Problem. Insbesondere in so einer Situation ist es meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar, dass man hier jetzt eben nicht unterscheidet, gutes Tier, böses Tier, gute Pflanze, böse Pflanze. Die Bösen kann man essen, die Guten nicht. Ist ja sowieso, da hatten wir auch mal vor ein paar Monaten, glaube ich, drüber geredet, so eine generelle philosophische Frage, unterscheidet man die Wertigkeit von Lebewesen? Gibt es gute Lebewesen und schlechte Lebewesen? Ist es böse, die schlechten Lebewesen zu essen oder und die Guten nicht oder umgekehrt und so weiter. Und meine persönliche Einstellung in dem Bereich ist einfach, nö, es gibt einfach Lebewesen. Natürlich sollte man ein bisschen Sympathie seiner eigenen Art gegenüber aufbringen. Das wäre jedenfalls hilfreich, um im Leben einigermaßen klarzukommen, auch wenn das manchmal schwierig ist. Also ich glaube, unter all den Arten auf diesem Planeten, ist mal abgesehen vom gemeinen Holzbock, das ist die Zecke, Homo sapiens durchaus einer der Vertreter oder eine der Spezies, der man durchaus kritisch gegenüberstehen darf, selbst wenn man selbst dazugehört. Ja? Also wir Menschen machen schon einen Haufen Scheiße. Wir machen auch richtig tolle Sachen, schöne Kunst, Werke zum Beispiel, aber oder Musik ist ja prinzipiell schon auch durchaus was Schönes, aber sowas wie mit der Atombombe, na, das war schon keine so richtig gute Idee, ne? Und so ein paar andere Sachen, ne, brauchen wir jetzt nicht anfangen aufzuzählen, die Verfehlungen der Menschheit sind lang und mannigfaltig. Gut, aber grundsätzlich würde ich nicht zwischen guten und bösen Tier unterscheiden. Und selbst wenn wir jetzt zwischen guten und bösen Tier unterscheiden wollen, dann ist eine Hummel in Neuseeland definitiv zu den bösen Tieren zu zählen. Die gehört da nämlich nicht hin. Aus Naturschutzgründen ist die Bekämpfung von Neozoen bzw. invasiven Arten durchaus ein ganz wesentlicher Punkt für die Naturschutzstrategie von Neuseeland. Da muss nach Möglichkeit, also je nachdem, wie man fragt, und das ist eine legitime Meinung, die man da durchaus haben kann, dass die Neuseeländer
Inseln dann ein Stück weit versuchen, den Einfluss der Globalisierung auf ihrer Insel wieder oder ihren Inseln wieder rückgängig zu machen, kann ich absolut nachvollziehen und würde das wahrscheinlich auch wollen, wenn ich Neuseeländer wäre. So ist es natürlich für mich nicht hundertprozentig möglich, da eine absolut umfassende Meinung zu äußern. Dafür kenne ich die Umstände einfach auch nicht gut genug. Aber grundsätzlich wird ein Neuseeländer im Regelfall, insbesondere Neuseeländer Biologe, bestimmt nichts dagegen gehabt haben oder Ökologe, wenn der Joe da eine invasive, ja vielleicht nicht unbedingt invasive, aber mindestens Neobiota-Hummel, Neozon, wenn wir so wollen, Hummel eben zu Rösthummel verarbeitet. Schön fand ich bei der ganzen Szene noch, wie der Uwe Uge, sonst was. Also man kann ja beliebige Kombinationen da auswählen. Also der Uwe, der Fliegende, die Hummel einfach so mal, ohne mit der Wimper zu zucken, verspeist. Was ich wirklich, wirklich cool fand, dass er da eben bereit für völlig Neues und neue kulinarische Genüsse in Anführungszeichen ist und dann auch feststellt, dass das gar nicht mal so furchtbar schlimm schmeckt. Meine persönliche Insektenesserfahrung ist noch nicht sonderlich ausgeprägt. Der Klassiker sind ja Mehlwürmer, davon habe ich inzwischen einige Intus. Inzwischen auch ohne Schokolade. Mehlwurm in Schokolade ist ja so das Einsteigerinsekt schlechthin. Das kann ich auch jedem empfehlen. Wer da auch nur ansatzweise mal Interesse dran hat, das mal auszuprobieren, da merkst du vom Mehlwurm wirklich so gut wie gar nichts. Also das ist wirklich eine ganz tolle Einsteiger-Delikatesse, um mal ein Insekt gegessen zu haben. Ja, aber ich bin inzwischen auch bei Grashüpfer angekommen, beziehungsweise Heupferd oder was genau das jetzt für ein einzelnes Vieh gewesen ist, das weiß ich nicht. Es war nämlich ein wenig mariniert und dementsprechend konnte ich jetzt nicht mehr genau bestimmen, was das exakt gewesen ist. Von der Größe her kann es alles Mögliche gewesen sein, wenn es halt eine Imago ist oder halt eben nicht eine Imago, sondern ein Larvenstadium. Ja, das weiß man ja nicht so genau. War jedenfalls nicht mehr möglich, genaue Bestimmungen vorzunehmen. Hat aber tatsächlich lecker geschmeckt, nicht unbedingt nach Popcorn. Aber ja, so viel zum Thema Hummelverzehr. Und dann wäre die zweite Sache das Aschewasser. Das Aschewasser hat ja auch große Wellen geschlagen. Ehrlich gesagt habe ich mich inzwischen auch genau genommen gestern für viel zu viele Stunden hingesetzt und mal anhand der Grundlagen der Geologie klarzustellen, warum da keine Schwermetalle im Boden sein können oder zumindest nicht viele. Aber das war so abgenördet, dass ich noch nicht genau weiß, was ich damit anstelle. Das kann ich eigentlich der Welt so nicht antun. Jetzt wäre die Kurzfassung das folgende. Asche trinken bzw. Aschewasser generell empfehlen, kann man das? Nein, auf keinen Fall. Kann man Aschewasser am Lindespass in Neuseeland saufen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Es kommt nämlich eben ganz stark darauf an, wo die Asche her ist, von welchem Holz die stammt, wo das Holz gewachsen ist, auf welchem Boden das Holz gewachsen ist, auf welchem Gestein das Holz gewachsen ist und welche anthropogenen Verschmutzungen aus der näheren Umgebung wir in der jeweiligen Landschaft erwarten dürfen in den letzten 200 Jahren plus minus. Es sei denn Bergbau, der kann auch noch deutlich länger her sein und trotzdem zu Anreicherungen von Zeugs im Boden geführt haben, was wir da nicht drin haben wollen, zum Beispiel Blei, Quecksilber, Cadmium, das sind so die drei Vertreter, die ich jetzt einfach mal nennen möchte, die da eine Rolle spielen. Gerne zusammengefasst im Volksmund unter Schwermetall, was genau jetzt ein Schwermetall ist, da kann man sich wunderbar die Köpfe einschlagen, schmeißt fünf Chemiker in einen Raum und fragt sie, was ein Schwermetall ist und macht die Tür zu und kommt nach 10 Minuten wieder und alle haben sich Elemente um die Ohren gehauen und zwar schwere Elemente, schwere beschleunigte Elemente. In großer Hand Zusammenklumpung, sodass alle kaputt sind. Also die bewerfen sich mit, was halt da ist. Ne? So. Außer es sind sehr leichte Elemente. Wenn sie sich mit Wasserstoff bewerfen oder mit Lithium, dann passiert ihnen wahrscheinlich relativ wenig. Wobei, weiß ich nicht, kann man Lithium werfen? Wenn man sich mit gefrorenem Wasserstoff bewirft, erstens, Frage an die Physiker und Chemiker, geht das? Könnte man gefrorenen Wasserstoff als Wurfgeschoss verwenden? Und zweitens, wiegt der was? Ist der schwer genug, um jemandem damit weh zu tun? Das würde mich jetzt wirklich ernsthaft mal interessieren. Mir fehlt da die fachliche Expertise. Gut, wie auch immer jedenfalls. Heißt... Ein konkreten Beispiel, also machen wir mal zwei konkrete Beispiele. Wenn du dir ein Holzaschewässerchen von der Birke auf der Abraumhalde vom Kupferbergwerk von
Buxtehude, ich habe keine Ahnung, Buxtehude einen Kupferbergwert hat, aber jetzt tun wir mal einfach so. Ja, wenn du dir da eben aus der Asche dieser Birke auf der Kupferbergwerk-Abraumhalde von Buxtehude daraus ein Aschewässerchen zubereitest und säust das, ist das dann gesund? Nein. Ist das gesundheitsschädlich? Mit ziemlicher Sicherheit. Warum? Ja, weil der Erdmantel bzw. die Erdkruste eben einen gewissen Anteil von Metallen enthält, übrigens auch Nichtmetallen, die nicht gesund sind, ne? Aber jetzt primär eben dann doch eben von schwereren Metallen, die die blöde Angewohnheit haben, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie meistens als ordentlich starkes Kation vorliegen. Und das führt dazu, dass die sich, wenn sie dann mal nicht gebunden werden, beziehungsweise abgemacht werden von dort, wo sie gebunden sind, also zum Beispiel hier auf der Wiese, da genau da unten, da steckt ein Cadmium. Und der Baum da hinten hat jetzt eine lange Wurzel und mit der wächst er jetzt nach hier und schnappt sich hier dieses Cadmium. Eigentlich will er vielleicht irgendwas anderes haben, zum Beispiel ein Zinn. Oder war es ein Zink? Ja, jetzt kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig sagen, aber eins von beiden. Und Cadmium und Zinn oder Zink, Zinn war es, glaube ich. Keine Schimmer, musste ich nachgucken, sparen wir uns, ist auch nicht so relevant, sind sich chemisch einigermaßen ähnlich, sodass ein Aufnahmemechanismus der Wurzel von unserem Baum hier, der Zinn aufnehmen kann, gleichzeitig blöderweise automatisch auch Cadmium mitnehmen kann, weil leider die Aufnahmemechaniken, die die Wurzel so besitzt, sei es durch Carrier-Proteine oder durch Ionenkanäle oder einfach direkt durch die Aquaporine oder gar durch die Lipid-Doppelmembran einfach durch, weil es sich um ein nicht polares Molekül handelt, also was fettlöslich ist, dann geht das einfach durch eine Lipid-Doppelmembran, wenn es dumm läuft, einfach durch. Also da gibt es zig Möglichkeiten, wie Sachen in die Wurzel gelangen können. So, und wenn jetzt eben im Boden, durch dieses Hintergrundrauschen, das überall im Boden eben einfach fein verteilt, auch für die meisten Organismen toxische chemische Elemente eben nun mal drin sind, wie das beliebte Cadmium, das mag eigentlich niemand. Das kann man durchaus mobben, das hat es verdient. Führt dazu, dass auch hin und wieder mal solche in einer Pflanze landen. So, jetzt ist also unser Cadmium hier in unserem Baum. Jetzt kommt irgendwann mal ein Sturm und schmeißt den Baum um. Nehmen wir mal an, keiner will den Baum in diesem Zeitpunkt haben. Das heißt, der Baum verrottet hier auf der Wiese. Alles, was im Baum drinsteckt, und zwar vollständig alles, mit Ausnahme der Sachen, die einfach wieder in die Atmosphäre abgasen. Das wäre insbesondere Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickoxide, die tschüss, ne, ab in die Atmosphäre, alles andere, zack, wieder zurück in den Boden. Jetzt wächst noch ein Baum, da steht er schon, plong, das ging schnell. Und der neue Baum, der holt sich jetzt wieder alles aus dem Boden raus, was er so zum Leben braucht, inklusive dem einen Cadmium. Ja, und vielleicht findet er im Laufe seines Lebens hier. Da vorne, hier direkt vor mir, da ist noch ein Cadmium. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, er hätte eine Wurzel. Der ist übrigens gar nicht so weit weg, wie das aussieht. Ich habe einen scheiß Weitwinkel in der Kamera, der ist vielleicht 10 Meter weit weg. Ja, das ist, GoPros sind dann manchmal ziemlich irritierend. Wie auch immer, jedenfalls, hier ist das nächste Cadmium und eine Wurzel reicht bis da und der holt sich jetzt das Cadmium. Jetzt hat der da schon zwei Cadmiums. So, jetzt kommt wieder ein Sturm, schmeißt den um. Und der verrottet wieder, alles dampft aus, alles geht in den Boden etc. pp. Und es wächst Baum Nummer 3. Pling, da ist er schon. Und der holt sich jetzt die zwei Cadmiums und findet irgendwo da hinten noch ein Cadmium. Ihr wisst wohl, in welche Richtung es läuft. Auf diesem Wege kann sich im Wurzelbereich eines Baumes bzw. über die Generationen hinweg einfach aus dem Boden heraus immer mehr Schwermetall herauslösen. Insbesondere eben auch die toxischen Schwermetalle. In der Pflanze kurzfristig konzentriert werden, danach konzentriert wieder im Boden landen. So, das heißt, je länger der Prozess von Baum steht da und lebt, Baum fällt um und wird recycelt, Baum steht da und lebt und immer so weiter, desto älter der Boden und seine Vegetation werden, desto höher wird irgendwann die pflanzenverfügbare Schwermetallkonzentration in dem entsprechenden Boden werden. Aber
Ganz fettes Aber bedeutet, vergesst alles, was ich davor gesagt habe. Die Konzentration ist immer noch winzig. Ja. Also selbst wenn das Jahrtausende, Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende dauert, bei Jahrmillionen müssen wir langsam anfangen, uns mal Gedanken zu machen. Ne? Aber bei allem anderen ist das immer noch winzig. Ja? Stellt euch mal vor, das sei ein Problem. Stellt euch mal vor, sobald da drei Generationen vom Baum gestanden wären, könnte man hier jetzt schon aus dem Holz eine Cadmiumvergiftung bekommen, sobald du da reinbeißt. Cadmium ist toxisch für alles, was lebt. Ja, also das heißt, der nächste Holzwurm, den es so nicht gibt, kommt, bohrt sich da rein, ist tot, Cadmiumvergiftung, zuckt am Boden rum und das war's. Alle Holzwürmer auf der Welt wären schon längst ausgestorben, wenn jeder Baum der Welt irgendwann an Cadmium-Oberdosis erstens selber sterben würde, das ist auch für Pflanzen toxisch, und zweitens eben jeglichen Pflanzenfresser umbringen würde. Und was ist übrigens mit der Wiese? Was macht die mit dem ganzen Cadmium? Ja, nix, weil so viel ist es halt nicht. So, und das heißt, theoretisch reichern sich Schwermetalle in natürlichen Ökosystemen, die nicht großartig vom Menschen beeinflusst worden sind, irgendwann mal an, aber eben über so unendlich lange Zeiträume, dass das einfach schlicht und ergreifend überhaupt keine Rolle spielt. Aber theoretisch, ja, so. Wann kann es jetzt mal zu einer natürlichen Anreicherung von bösen Schwermetallen kommen? Ja, wenn hier unter uns eine Erzader wäre, was nicht der Fall ist, das ist Löss. Wir stehen hier auf Löss. Löss ist ein eolisches, oh Mann, scheiß Wort, ein Flugsediment. Es wird vom Wind eolisch transportiert und einfach irgendwo abgelagert, wo halt zum Beispiel so ein Schwarzwald im Weg ist. Hier, das ist der Schwarzwald, da diese Bäume, das ist der ganze Schwarzwald. Aber ja, der Anfang davon ist es tatsächlich. Und wir sind hier halt am Rand vom Schwarzwald. Das heißt, wir gucken hier in die Rheinebene. Davon seht ihr jetzt nichts, weil ich bin nicht hoch genug. Aber tatsächlich ist halt der Rand vom Schwarzwald einfach ein Windfänger gewesen. Und da hat es halt alles, was es durch die Rheinebene gepustet hat, dagegen geweht. Sprich auch hier. Und ich stehe hier auf einem großen Haufen angewehten Zeug. Und es ist schon eine Weile her, dass das hier liegt. Jedenfalls durch mehrere Eiszeiten hier angeweht, nicht nur in der letzten, beziehungsweise nach der letzten. Ja, und kann da ein Erz drin sein? Nö, warum nicht? Weil ein Erz immer magmatischen Ursprungs sein muss. Das heißt, wir brauchen ein Gestein, zum Beispiel ein Basalt, ein Granit, irgend sowas, der durch Lava hervorgegangen ist, das durch Lava hervorgegangen ist. Und wenn die Lava da in diesem Bereich, dann mit mehreren kleineren Lavaadern zur Seite und so weiter irgendwo, dann mal ein Erzgang, würde man jetzt aus dem Bergbau sagen, abgelagert hat, dann liegt da Erz rum. Ja, also eine Lagerstätte von seltenem Zeug. Ja, so ein durchschnittliches Erdmantelmaterial, Erdkrustenmaterial, je nachdem, was da, wie das gerade verschoben ist. Das enthält vor allen Dingen Silizium, 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 nochmal Silizium, dann ein bisschen Eisen und alles andere ist im Grunde auch schon wieder selten. Ist ein bisschen übertrieben, aber plus minus läuft darauf hinaus. Und nur an Lagerstätten, wo sich halt bestimmte Elemente abgelagert haben, findet man mal eine höhere Anreicherung von dem ganzen seltenen Krempel wie Gold, Silber, Kupfer, Eisen in so einer Konzentration, dass es sich lohnt, es abzubauen. Ja, das ist auch in Feinverteilung fast überall zu finden, aber halt nur in Feinverteilung lohnt sich dann zumindest nicht für den Abbau. So, und wann immer das mal der Fall ist, dann sind an diesem Erzgang wahrscheinlich alle möglichen schweren Metalle beteiligt. Darunter ganz sicher auch immer Eisen, manchmal eben Gold und Silber, wenn du viel Glück hast, beziehungsweise falls du in einer Zivilisation lebst, die aus irgendwelchen Gründen Gold und Silber spannend findet, obwohl das Zeug total nutzlos ist. Also Silber geht ja noch, aber Gold ist schon verdammt nutzlos. Wie auch immer, jedenfalls, ja, da sind auch Schwermetalle dabei und auch die toxischen, also auch die bösen. Ne? Und wenn du jetzt an so einer Stelle einen Baum draufstehen hast, ja, nehmen wir also mal an, wir hätten hier so einen Erzgang unter uns, was nicht sein kann, weil wir auf dem Sediment stehen, aber nehmen wir mal an, wir hätten das, dann könnte es natürlich sein, dass unser Baum hier unten an die Cadmium-Erzader, gibt es glaube ich so nicht,
nur hypothetisch, andockt, da jede Menge Cadmium rausholt und das Cadmiumpumpe Cadmium hier oben auf den Boden wirft durch die Blätter, die da regelmäßig runterfallen und sich diverse kuschelige Eichhörnchen die cadmiumverseuchten Blätter schnappen und überall in der Gegend verteilen. Und dann haben wir eine große Cadmiumseuche und alle sind tot. Ja, ne? Könnte in der Vergangenheit irgendwann mal stattgefunden haben, dann wissen wir es nicht, weil ist offensichtlich ziemlich lange her. Also ich will damit sagen, die Chancen, dass in einem natürlichen Lebensraum irgendwo eine Schwermetallanreicherung, die irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen für irgendwen hätte, zustande kommen kann, die sind nicht da, die gibt es nicht. Das ist so unwahrscheinlich, so, hier, so, na, da ist nicht mehr viel Platz zwischen meinen Fingern, dass man sich deswegen nun wirklich keine Sorgen machen muss. Das ist auch immer diese ewige Angst vor Schwermetall im Trinkwasser, die einem ständig, wenn man irgendwas zu Trinkwasseraufbereitung erzählt, kommt immer irgendeiner, aber die Schwermetalle, die Schwermetalle! Entschuldigung. Mach dich nicht über deine eigenen Zuschauer lustig. Wesentlich ganz wichtige Regel für Erfolg im Internet. Aber manchmal muss man einfach, muss man manchmal wirklich. Ja, also es gibt Regionen, da spielt das eine Rolle durch den menschlichen Eintrag, durch anthropogene Prozesse. Schwermetalle können eben insbesondere angereichert werden, wenn du irgendwas verbrennst, das über Jahrmillionen Schwermetalle angereichert hat. Zum Beispiel Kohle, Öl, Erdgas, aber mindestens Kohle und Öl. Ja, theoretisch auch Torf reicht auch schon. Auch da wäre potenziell eine Anreicherung von Schwermetallen zu erwarten, weil das einfach Pflanzenmaterial, aufkonzentriertes Pflanzenmaterial, wo das Ganze aufgenommene, nehmen wir wieder unser Beispiel Cadmium, Material halt alles noch drinsteckt und da drin konzentriert wurde, weil einfach die Gesamtmasse, normalerweise ist das jede Menge Masse mit einem Cadmium in der Mitte. Jetzt quetscht du die ganze Masse zusammen zu einer kleinen feinen Kugel und da ist immer noch ein Cadmium in der Mitte. Und das machst du jetzt mit ganz vielen anderen Sachen auch und quetscht das immer weiter zusammen und am Ende ist es zwar ein ganzer Haufen anderes, aber halt eben auch vergleichsweise viel Cadmium inzwischen. Ja? Und wenn du das jetzt verbrennst und die Asche bzw. die Abgase davon in die Gegend schmeißt bzw. rauspustest und die relativ schnell wieder ausregnen, weil es halt schwere Metalle sind, ne? Dann landen die halt an dem Ort nahe des Ortes, wo sie dauernd rausgepustet wurden. Bedeutet, im Windschatten vom Schornstein, vom Kohlekraftwerk solltest du nicht Aschesüppchen kochen. Aber wo ist das nächste Kohlekraftwerk in der Nähe vom Lindespass? Genau, da gibt's keins. Ja? Gibt's denn in der Nähe vom Lindespass eine deutsche Autobahn? Nein, gibt's da auch nicht. Gibt's da also irgendwas, was durch anthropogene Prozesse, ich will jetzt nicht jedes Beispiel durchkauen, es gibt viele Möglichkeiten, wie anthropogene Prozesse zu Schwermetallanreicherungen im umgebenden Boden führen können. Unter anderem auch in der Landwirtschaft, durch Pflanzenschutzmittel, durch Kunstdünger. Da gibt's schon Möglichkeiten. Bedeutet, wenn du von einem handelsüblichen, normalen deutschen Acker, der unter normalen handelsüblichen Bedingungen der letzten Jahrhunderte gedüngt worden ist, einen Kopfsalat frisst, nimmst du vermutlich erheblich mehr Schwermetall zu dir, als wenn du Aschewasser vom Lindespass säufst. Oder gar noch krasser Aschewasser von dem einen Baum, den du auf Grönland gerade gefällt hast, um daraus Aschewasser herzustellen. Du böser Schuft. Andererseits gehören auf Grönland keine Bäume, von daher kann ich dir nicht wirklich übel nehmen. Ist die Frage allerdings, inwiefern der Klimawandel schon so weit fortgeschritten sind, dass auf Grönland doch plötzlich Bäume gehören. Es gibt nämlich kurz hinterm Flughafen von Kangerlussuaq, wer irgendwann mal auf Grönland war, war mal am Flughafen von Kangerlussuaq, anders kommt man da nämlich nicht hin, beziehungsweise weg, von da Richtung Inlandeis, the Ice Road folgen, was mit dem Fahrrad übrigens sehr, 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 sehr anstrengend sein könnte für insbesondere primäre männliche Geschlechtsorgane, also keine gute Idee. Findet man dann irgendwann ein paar kleine Bäumchen entlang der Straße. Die hat man da mal gepflanzt, um zu testen, ob es eigentlich möglich ist, kurz vorm Inlandeis in Grönland, so 20 Kilometerchen davor, oder 15 oder wie viel auch immer es genau sind, bald sind es 20, wenn es jetzt noch 15 sind, ne, das schmilzt ja, ob da überhaupt Bäume wachsen können. Also in der Vergangenheit klares Nein. Inzwischen, die hat man, glaube ich, in den 70er Jahren gepflanzt und die sind noch da. Also das heißt, wir haben spätestens, na, das gibt einem zu denken. Das gibt mir persönlich, weil ich mich mit Bäumen besser auskenne als mit Eisschmelzvorgängen, mehr zu denken als die Tatsache, dass jedes Jahr ein paar Meter weniger Eis da sind. Gut, gehört ja eigentlich nicht her. Ja, also Fazit, Schwermetallbelastung in Holzasche am Lindespass, nein, ist unmöglich, das geht nicht.
Das kann absolut nicht sein. Davon abgesehen, jede Pflanze, deren komplette Substanz wir inhalieren, ob das jetzt nun, also deren anorganischen Rest wir inhalieren, genau genommen Asche. Asche ist der anorganische Rest von einer organischen Verbindung, die auf den anorganischen Rest runter reduziert wird, sozusagen. Ja? Genau genommen runteroxidiert wird, muss man meistens sagen, sprich verbrannt. Ob das ein Verbrennungsprozess, der tatsächlich mit Flamme in Form einer offenen Oxidation genannt Feuer stattfindet, oder ein Verbrennungsprozess im Rahmen von wir verbrennen unsere Nahrung gewissermaßen ja auch, wir oxidieren auch was wir essen, nur halt eben nicht in Form von Flamme, aber in jedem Fall bleibt am Ende Asche übrig. Das heißt, was bei uns übrig bleibt und dann formschön neben dem Bach in Szene gesetzt werden kann, auch das ist gewissermaßen anteilig, da ist auch noch jede Menge Kohlenstoff und so weiter und so fort drin, weil unsere Verdauung nicht gut genug ist, um nur Asche zu hinterlassen, aber da ist auch Asche drin. So. Und heißt, ob du jetzt einen Kopfsalat verbrennst und die Asche säust oder einen Kopfsalat futterst, am Ende hast du genau dieselbe Menge Schwermetall, wenn ja welches drin gewesen sein sollte, zu dir genommen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr schlauer, wenn ihr das nicht schon wusstet. Gut, was kann da noch in der Asche Böses drin sein? Die hat einen hohen pH-Wert, einen tendenziell hohen pH-Wert. Das hängt davon ab, wie viel Asche du auf welche Menge Wasser unbedingt reinpressen möchtest. Das bisschen Asche, was der Joe da zusammengekratzt hat, das reicht wahrscheinlich höchstens für pH 10, so meiner persönlichen Erfahrung nach. Und meine persönliche Erfahrung besteht darin, tausende von Bodenproben im Labor pH-Wert gemessen zu haben. Also so ein bisschen kenne ich mich aus mit verschiedenem Zeug, was in so einem Boden so rumliegen kann, was das jeweils für einen pH-Wert hat. Also das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Okay, 1000 ist vielleicht übertrieben, aber 1000. 1000 kommt hin. Soll heißen, ja, pH 10, vielleicht pH 11. Kann man das trinken, ohne dass es gesundheitliche Beschwerden hat? Ja. Ganz klares Ja. Sollte man das ausschließlich trinken? Nein. Sollte man das unglaublich lange gurgeln, um irgendwelchen Beschwerden im Mund vorzubeugen? Auch nicht. Irgendwann gibt es dann... Ne, also im Prinzip ist das ungefähr so ungesund wie verdammt saure Zitronenbonbons. Wenn du davon ganz viele gelutscht hast, habe ich früher immer gerne gemacht, irgendwann willst du die nicht mehr runterlutschen, weil dein gesamter Mund schreit, hör auf damit, du Idiot. Und so kann man sich das nur in die andere Richtung, eben nicht sauer Schaden verursachend, sondern eben alkalisch Schaden verursachend auch ein bisschen vorstellen. Letzten Endes ist die ätzende Wirkung von stark alkalisch ätzenden Wirkungen Stoffen und sauer ätzenden Stoffen gar nicht mal, ja, sie ist verschieden, ja, aber im Endeffekt ist beides nicht so wirklich toll. Und beides, also wenn wir uns extrem pH-Werte angucken, 1 und 14, die sind beide nicht gesund. Ja? Ab 2 bzw. 13 ist es schon gar nicht mehr so schlimm und bei 2, irgendwas sind wir bei Moorwasser. Moorwasser kannst du trinken. Das ist nicht lecker, überhaupt nicht, aber das kannst du trinken, da passiert dir erstmal wenig. Vielleicht bildest du dir ein, dass dir was passiert, vielleicht schmeckt es dir auch nicht und du trinkst zu wenig. Klar, realistisch, kann ich auch ein Liedchen von singen, hatte ich mal. Da musste ich 2 Moorwasser saufen, habe kaum was getrunken und musste lange an der nächsten vernünftigen Wasserquelle verweilen, bis mein Hydrationshaushalt einigermaßen wiederhergestellt gewesen ist. Aber ja, nichtsdestotrotz, man kann das trinken. Oder ja, bekanntermaßen trinke ich ja gerne. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal zwischendurch ein Schlückchen zu nehmen. Hier dieses super gesunde schwarze Wasser. Ich behaupte immer aus dem Schwarzwald. Stimmt ja auch, ich habe es im Schwarzwald gekauft. Keine Werbung, die Marke variiert hier nach Folge und ich habe noch nie empfohlen, irgendeine Marke zu kaufen. Im Gegenteil, trink klares Wasser aus der Leitung und nicht so ein Scheiß, fang dieses Laster gar nicht erst an. Gut, ja, also, pH-Wert ist einfach Quatsch, ist zu vernachlässigen. Übrigens ist Asche ein verdammt leichter Stoff. Wenn du 1 Liter Asche, ne? Also wir kennen alle die Milchpackung, eine ganze Milchpackung voll mit Asche, ja? Unkomprimiert wohlgemerkt, also einfach nur locker reingelagert. Die wiegt, ratet mal, 300 Gramm so ungefähr. Ne? Also Asche ist wirklich ein hochgradig fluffiges Material sozusagen. Bedeutet locker zusammengeschaufelte Asche. Selbst eine ganze Handvoll, die hat vielleicht 15, 20 Gramm.
sowas um den Dreh. Ja? Also eine ganze Handvoll in Anführungszeichen, die flitzt einem ja zwischen den Fingern sofort wieder durch und so weiter. Aber was der Joe da reingeschmissen hat, können höchstens 20 Gramm Asche gewesen sein, würde ich mal behaupten. So, 20 Gramm Asche, das entspricht in etwa der Aschemenge von 2 Kilo verbranntem Holz. Das bedeutet, da Holz auch nicht mehr Mineralien aufnimmt, beziehungsweise Holzpflanzen nicht mehr Mineralien aufnehmen als die meisten anderen Pflanzen, zumindest im Durchschnitt nicht. Da muss man sich immer natürlich, das ist eine hochheterogene Angelegenheit. Da gibt es ganz große Unterschiede, je nachdem, wo man wächst und so weiter. Aber wenn du neben unseren Baum hier einen Kopfsalat stellst, ja, und oder 2 Kilo Kopfsalat wachsen lässt und futterst 2 Kilo Kopfsalat oder 20 Gramm Asche von ihm hier, dann hast du genau dieselbe Menge an Schwermetallen, beziehungsweise eben an Inhaltsstoffen aus der Asche letzten Endes zu dir genommen. So, und von 2 Kilo Kopfsalat würde jetzt keiner auf die Idee kommen, insbesondere einen winzigen Anteil von diesen 20 Gramm Asche, weil die 20 Gramm Asche war ja das, was in der Dose drin war. Davon hat sich nicht alles im Wasser gelöst und davon hat jeder 2 Schlucke genommen. Das bedeutet, das ist höchstens das Niveau von einem Kopfsalat, so in etwa. Wegen dem Kopfsalat wird sich auch keiner aufregen. Ja, das ist einfach de facto Quatsch. Was natürlich sein kann, also wie gesagt, die Sache mit dem Schwermetall, das kann sein, je nachdem, wo man Asche futtert. Deswegen ist es an Mediziner zu fragen, ob man Aschewasser trinken sollte. Im Grunde natürlich selbstverständlich dahingehend interessant, dass der Mediziner dann ins Spiel kommt, wenn du zu viel toxisches Aschewasser gesoffen hast und er dich wieder gesund machen soll. Vertraue dann gerne auf den Mediziner deiner Wahl. Wenn es darum geht zu beurteilen, wie viel toxisches Aschematerial in einem möglichen Wasser irgendwo auf dem Planeten drin ist, ist der Mediziner nicht der richtige Fachmann. Der macht dich wieder gesund, wenn du so einen Scheiß getrunken hast. Ja? Aber er kann dir nicht sagen, da ist ein Geologe, ein Bodenkundler, ein Biologe, ein Ökologe oder halt eben, wenn man alles nicht zur Hand hat, halt ein Forstwissenschaftler, derjenige, den man da vielleicht eventuell mal fragen könnte, was da denn überhaupt drin sein könnte. Was das, wie gesagt, im Körper anstellt und dass das ungesund ist und wie man diesen ungesunden Prozess wieder rückgängig macht nach Möglichkeit. Da kommt jetzt der Arzt ins Spiel. Ja, Ärzte sind super wichtig. Ich komme da immer mal wieder angekrochen, wenn ich nur noch kriechen kann und krieche zu Füßen und sage, heile mich. Und dann kriege ich irgendwelche Tabletten und dann dauert es ewig, bis es mir besser geht. Das ist immer enttäuschend. Gut, wie auch immer. Was wollte ich jetzt damit sagen? Also nochmal, die Sache mit den Schwermetallen könnt ihr vergessen. Können da irgendwelche bösen polyzyklischen Kohlenwasserstoffverbindungen im Holz drin sein? Beziehungsweise aus dem Verbrennungsprozess im Holz entstanden sein? Ja, das geht. Aber du frisst ja nicht die Kohle, sondern du futterst die Asche. Beziehungsweise trinkst die Asche. Ja, und bei der Kohle kommt es immer sehr darauf an, wie weit der Verkohlungsprozess, also die Pyrolyse genau genommen, fortgeschritten ist. Wenn die vollständig war, dann besteht Kohle, also Holzkohle, wirklich nur vollständig und ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff, sonst wird das Ganze ja nicht halten. Und das war's. So, und das ist vollkommen harmlos. Da kannst du, also abgesehen davon, dass das nicht schmeckt, kannst du das im Grunde bedenkenlos futtern. Und das ist bei medizinischer Holzkohle ja auch der Fall, die für verschiedene Vergiftungserscheinungen, übrigens für fast alle Vergiftungen mit Pflanzengiften verwendet wird. Wann immer du eine giftige Pflanze gefressen hast, ist das Beste, was du hinterher machen kannst, dir 17 Packungen Kohletabletten reinzudrücken. Ja, okay, vielleicht nicht 17, aber 7 wäre schon gut. Ja, je nachdem, was für eine Pflanze du da gefuttert hast. Beim blauen Eisenhut kommt sowieso alles zu spät und bei allem anderen können wir drüber reden. Oder auch nicht, je nachdem. Weltweit gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen ähnlich toxische Sachen, die, wo man nicht drüber reden muss, wo das ein einmaliges Erlebnis ist. Ja, und das letzte Erlebnis, will ich damit sagen. Gut, wie auch immer, jedenfalls, da ist durchaus was dran, dass Holzkohlefuttern manchmal möglicherweise eventuell gar nicht mal so schädlich sein könnte. Davon abgesehen, natürlich sollte man nicht riesige Mengen Holzkohle fressen, einfach nur, weil man es kann. Das ist eine blöde Idee, weil das gibt ganz böse Verstopfung. So ganz, ganz böse. Und daher nicht wirklich zu empfehlen. Glaube ich zumindest. Habe ich schon häufiger mal gelesen, dass es dazu führen kann. Aber aus medizinischen Gründen kann das durchaus hin und wieder mal sinnvoll sein. Und kleinste Mengen davon zu sich zu nehmen, ist auch vollkommen harmlos. Es sei denn, es handelt sich um das Produkt einer unvollständigen Verbrennung oder behandelte Hölzer beispielsweise. Ja, weder die Asche noch die Holzkohle von Hölzern, die man mit irgendwas Bösem lackiert hat, wäre eine sinnvolle Idee, weder als Pflanzendünger zu verwenden, noch selber zu trinken, zu essen oder sonst irgendwas in diese Richtung zu machen. Allerdings ist Notophagus montana eben kein behandeltes Holz.
sondern völlig, ja, nicht völlig, da gibt es menschliche Einflüsse, aber nichtsdestotrotz ist das Bioholz sozusagen. Ja, da hat niemand nachgeholfen, dass das da wächst und keiner rennt täglich durch den Wald und streicht die Bäume mit irgendeinem Lack an. Weiß nicht, wobei nicht alles, was Stefan im Wald so getrieben hat, haben wir gesehen. Nein, das ist Späßle, nur Späßle, alles gut. Ja. Und von daher, nein, ja, also da kann nichts dergleichen drin sein. Wie stellt man sicher, dass das Stück Asche, das man gerade futtert, vollständig pyrolysiert ist und wirklich nur noch aus dem Kohlenstoffgerüst besteht? Na ganz einfach, du nimmst ein kleines Stück Asche. Beim kleinen Stück Asche ist ja auch in den Kern des kleinen Stücks Asche, Kohle natürlich, Kohle, ja, ist auch in den Kern dieses kleinen Stücks Kohle bereits so viel Hitze vorgedrungen, dass da der pyrolytische Prozess so weit abgeschlossen sein dürfte, dass auch da nichts mehr wirklich drin ist. Und da futterst du dann halt einfach mehrere sehr kleine Stücke Asche. Wenn du dir so einen großen Klumpen rausnimmst, der in der Mitte noch Holz ist, ja, und da alles von abkratzt, dann hast du mit Sicherheit auch einen Haufen unvollständige Pyrolyseprodukte in deiner jetzt abgekratzten Kohle drin, und das wäre jetzt eine blöde Idee, weil da hast du dann haufenweise krebserregende polyzyklische Aromaten und sonstige fiese Sachen drin, die echt eine blöde Idee wären, dann zu konsumieren. Ja? Allerdings, das Pflanzengift würde dich vorher umbringen. Wenn du also nichts Besseres zur Hand hast, nachdem du gerade momentan da hinten irgendwo hat es Herbstzeitlose, wenn du da reingebissen hast, dann futterst du die Asche, die dir gerade... die Kohle, meine Güte. Heieieiei. Das ist ja fast so schlimm wie mit, was hatte ich neulich? Da hatte ich doch irgendwie Schlingpflanzen und Schlingfallen, genau. Und das ziehst du dir dann halt rein, egal ob es krebserregend ist, weil Herbstzeitlose bringt dich ganz bald um. Die Kohle irgendwann später dann mal mit fiesem Krebs und so weiter. Vielleicht auch nicht. Ja, das ist ein Risiko, das ich dann gerne in Kauf nehmen würde in so einer Situation. Andererseits fresse ich keine Herbstzeitlosen. Ich bin ja kein Voll... Also ja doch, ich bin ein Idiot, aber nicht ein so großer. Gut. Was haben wir noch? Ach ja, eine exotherme Reaktion, wenn du Brandkalk in Wasser schmeißt. Ja, ist richtig. Ja, bei der Menge Asche, die der Joe da in sein Wässerchen gefüllt hat, dürften das so irgendwas um die 0,3 Kelvin sein. Ja, das ist natürlich großartig. Da stirbst du sofort. Wenn sich schlagartig das Wasser, das du gerade vorhast zu trinken, vor ein paar Minuten, als es angerührt wurde, mal schlagartig um 0,3 Kelvin erwärmt hat. Total gefährlich, super gefährlich. Ja? Also für diejenigen, die das nicht wissen, das war jetzt Ironie. Das ist vollkommen scheißegal. Du musst wirklich gigantische Mengen von Asche, insbesondere nach Möglichkeit reines Calciumoxid und gar nicht nur einen gewissen Anteil von Calciumoxid, der stark schwankt in der Art von Asche, ins Wasser kippen, wenn du da wirklich eine ordentliche Brandkalkentwicklung haben möchtest und wirklich so ein richtig schönes... unangenehmes Kalkbrennen, wie man das zum Beispiel in verschiedenen Einrichtungen der mittelalterlichen Handwerkskunst durchaus auch mal selber erleben kann. Zum Beispiel am Campus Galli machen sie das, glaube ich, hin und wieder mal. Wenn nicht, in der Schweiz gibt es so ein wunderbares Freilichtmuseum, habe vergessen, wie es heißt, ich schreibe es euch unten hin, wenn ich dran denke. Da haben sie auch Kalkbrenner, die ganz abseits von allen anderen sind. Das stinkt nämlich gewaltig und ist eine total unangenehme Angelegenheit, wenn man daneben steht. Also ja, es ist schon richtig, dass das potenziell gefährlich ist. Aber einfach die Mengen sind hier in keinem sinnvollen Verhältnis. Chicken McNuggets, wenn du davon 20 futterst, erfahrungsgemäß, kann das sogar ein vergnügliches Erlebnis sein. Vielleicht nicht für jeden von uns, aber prinzipiell gibt es Leute, die das lustig finden. Wenn du davon 7000 isst, dann bist du wahrscheinlich tot oder hast andere Probleme. Ja. Also die Dosis macht das Gift. Das ist die eine sinnvolle Sache, die der olle Paracelsus irgendwann mal von sich gegeben hat. Alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding nicht Gift ist. Plus, minus, so hat er gesagt. Und dann hat er wieder irgendwelchen Quatsch anderer Art erzählt. Andererseits, das ist lange her. Man wusste damals nicht besser. Ich will dem guten Paracelsus also keine wirklichen Vorwürfe machen. Aus dem Wissen seiner Zeit war er sicherlich einer der gescheiteren Köpfe. Gut, jedenfalls, gibt es sonst noch Sachen? Ach ja, Calciumvergiftung, Magnesiumvergiftung und so weiter und so fort. Auch da sind die Mengen einfach jenseits von Gut und Böse, die man dafür bräuchte. Guck mal, wir gehen mal hier so ein bisschen Sonne.
Oh. Und das ist also auch völliger Quatsch, ne? Du kannst also am Lindespass definitiv ein bisschen Aschewasser saufen, ohne dass dir was passiert. Nein, Joe vergiftet nicht die anderen Teilnehmer. Also nicht da. Ja? Das gleiche im Harz auf irgendeiner Bergbaufolgelandschaft, dann ja. Ja? Dann absolut, ja. Und ich meine, ich bin ja durchaus auch der Meinung, dass der Joe ein ganz fieser Hund ist. Nach diesen blöden, bösen Anmerkungen hier mich mit dreimal Kartoffeln sind Wurzelmetamorphosen aufrufen zu wollen, mir dann aber vorzuwerfen, dass ich aus dem Rhizom auch eine Wurzelmetamorphose gemacht habe. Ja, ich gebe zu, ich bin dumm. Das sind übrigens so Botanikerwitze. Das macht mir schon ehrlich gesagt ziemlich viel Freude, mal ein bisschen Insider-Botanikerwitze austauschen zu können. Das ist sowas Ähnliches, wie wenn du jetzt hingehst von wegen, es heißt Stachelröschen, Dornröschen ist Fake, Stachelröschen müsste die heißen. Rosen haben Stacheln, keine Dornen, ne? Nur für diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben. Ja, also der Joe, ganz fiese Halunke, wie gesagt. Muss jetzt noch lachen. Ja, egal, jedenfalls bringt uns das weg von den Sachthemen zum Redekreis. Tatsächlich finde ich es ganz cool, welchen Redekreis zum jetzt Shepherds, jetzt hol mal die Kamera, wie der Joey Kelly so schön formuliert hat, plus minus irgendwie so. Ich finde so einen Redekreis eine echt richtig gute Idee. Ich habe das nämlich auch gelernt bei den Gruppentracking-Touren, die ich einmal gemacht habe. Dass das jeden Abend oder jeden Morgen oder irgendwann zwischendurch, je nachdem wie man Bock hat, stattfinden soll, für die Gruppendynamik Aufrechterhaltung, dass man doch bitte einen solchen Redekreis machen möge und da einen Talking-Gegenstand rumgeben. Das war häufig ein Talking-Stick, der Talking-Kochlöffel. Auf einer legendären Tour, wo ich nichts mit der Leitung zu tun hatte, war es die Talking-Spitzhacke. Ein völlig idiotischer Teilnehmer, ich habe den größten Respekt vor dem Mann, absolut, der war nur cool, absolut, 100% nur cool. Der hat einen Spitzhackenkopf gefunden und gemeint, das nimmt er jetzt als Souvenir mit. Das Ding hat vielleicht 4 Kilo gewogen und er hat es durch halb Schottland gewuchtet. Wir haben dieser Spitzhacke nach und nach alle möglichen magischen Wirkungen zugesprochen. Gegen Ende der Tour war ich fest davon überzeugt, dass wenn das Knie noch weiter wehtut, musst du dir nur mit der heiligen Spitzhacke ins Knie hacken und schon ist alles wieder geheilt. Ja, wie auch immer, jedenfalls wurde da die heilige Spitzhacke rumgegeben. Und wer jeweils die heilige Spitzhacke gerade in der Hand hatte, der durfte sprechen. Und die anderen hatten die Fresse zu halten. Und zwar aber absolut. Ja, du hast sofort den Zorn der heiligen Spitzhacke, und den willst du nicht erleben, auf dich gezogen, wenn du es gewagt hast, während der andere spricht, in die Talking-Runde einzuquatschen. Man hat schon auch miteinander reden können, aber nur so, dass du dann halt angemerkt hattest, ich hätte gern die Hacke. Also so mittels Handzeigen, Hacke bitte, und dann hast du die Hacke bekommen, dann durftest du reden. Aber wer nicht die Hacke hat, der hat die Fresse zu halten, und am Ende muss jeder die Hacke mal gehabt haben. Und wer nichts zu sagen hat, muss die Hacke nehmen und allen mitteilen, dass er nichts zu sagen hat. Und dann ist es auch in Ordnung, aber zumindest die Möglichkeit gehabt zu haben, was gesagt zu haben, muss jeder haben. Und das ist vielleicht das, was ich aus meiner persönlichen Gruppenerfahrung mitgeben wollen würde und als Verbesserungsvorschlag in die Welt hinaus posaunen wollen würde. Es wäre vielleicht von Tag 1 ganz cool gewesen, in dem Moment, wo man gerade alle da waren. Ja, es ist schwierig, wenn nicht immer alle regelmäßig da sind und einer für unbekannte Zeit weg ist. Ist das schwierig? Oder mehrere kurz mal weg sind oder sonst irgendwie. Aber dass man einfach von vornherein dann irgendwann, ja, sicherlich nicht bei Tag 1, da war zu viel Hektik, das muss dann auch nicht sein, ne? Aber ab Tag 2 hätte ich schon ganz schön gefunden, wenn man dann so eine tägliche Statusabfrage sozusagen durchführt. Ja, das ist nicht immer schön, was da rumkommt. Habe ich traumatische Dinge mal hören müssen über meine großartigen Gruppenführungsfähigkeiten, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nahezu kurz vor beschissen gewesen sind. Gestorben ist niemand. Angezündet wurde auch nichts. Also jedenfalls nichts, was es nicht verdient hätte. Aber war schon beschissen. Ja? Und ich bin nicht so dämlich und würde da jetzt noch weitere Details zu erzählen. Gut, jedenfalls, das wäre schön. Ja, das hätte sicherlich geholfen, und ich glaube, auch bei dieser Diskussionsrunde, die dann letzten Endes stattgefunden hat, wäre es auch eine gute Idee gewesen, da mal eine Talking Holy Spitzhacke durchgehen zu lassen. Oder von mir aus, keine Ahnung, Joey Kellys deutsche Vermögensberatungsmütze oder welchen Gegenstand auch immer, irgendwas Ikonisches. Tja,
Vielleicht die Flugzeughacke, die Flugzeugaxt, das wäre doch auch ein schöner Gegenstand gewesen. Für mich persönlich war es immer wichtig, dass es irgendein ikonischer Gegenstand ist, der da als Talking Stick oder als Talking, was auch immer verwendet wird, ist. Ja, aber ich bin auch komisch, also von daher, lasst euch davon nicht aufhalten. Gut, ja, hat nicht geklappt. Oh, ein Maischen, hallo. Ah, das war ja sogar eine Sumpfmeise, glaube ich. Ja, glaube schon, cool. Ja, jedenfalls, das dazu. Dabei wurde viel Böses gesagt und da möchte ich jetzt auch wenigstens mal, weil ich dauernd gefragt werde und dauernd drauf angequatscht werde, ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass mir der Joe nicht grundsätzlich unsympathisch ist. Nichtsdestotrotz finde auch ich, und das ist halt nun mal so, auch nicht okay, wie er sich da verhalten hat in den ersten Tagen, speziell auch dem Stefan gegenüber und dass die diversen Spitzen, die da Richtung Stefan gekommen sind, halt einfach unnötig gewesen sind. Tatsächlich fasst das von den Teilnehmern, die dazu reacten, sehr schön die Julia zusammen, die da immer anmerkt, sachlich hat er recht, aber die Spitze müsste jetzt nicht sein. Und genau da bin ich 100% auf Julias Seite, beziehungsweise absolut bei Julia und finde ihre Einordnung, gerade auch zur Kommunikation, wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich verstehe auch, dass sie da teilweise ein Gesicht zieht, als würde, holt mich hier raus, ich bin ein Star. Im Fall dieser Gruppe ist sie, glaube ich, auch tatsächlich diejenige mit Abstand am meisten Followern. Wobei der Uwe, ja, aber gut, der hat auf dem Papier hat er viele Abonnenten, aber ich glaube, er hat relativ viel Traffic auf dem Kanal verloren durch private Eheprobleme, nenne ich es jetzt einfach mal. Was mich in Scheiß angeht, ja, den Rest der Welt eigentlich auch nichts, aber das erzähl mal das mal dem Rest der Welt. Und ja, wie auch immer, jedenfalls finde ich das sehr, sehr toll, wie Julia das gesagt hat, dass einfach im Grunde sachlich, ich würde auch in den meisten Punkten Joe von der Aussage der Sachebene absolut zustimmen wollen. Ich fand es auch nicht gut, dass Stefan da Materialtests durchgeführt hat, etc. pp. Das habt ihr ja auch in der Vergangenheit wahrscheinlich auch schon ein bisschen mitbekommen. Aber der Ton macht halt die Musik und ich hoffe, dass ich zumindest jetzt in meiner nicht mehr ganz jungen Version meiner selbst in der Lage gewesen wäre. Andererseits habe ich keine Ahnung, wie ich mich verhalte, wenn ich nicht schlafen kann, Hunger habe, dann noch angeschnarcht werde und versuchen muss, alle am Leben zu erhalten oder das Gefühl zumindest habe, dass ich versuchen muss, alle am Leben zu erhalten, was aufs selbe hinausläuft in der Konsequenz. Weiß ich nicht, wie ich mich da verhalten hätte, aber ja, das ist nicht schön. Ja? Und das sieht der Joe ja auch ein. Zumindest glaube ich ihm, dass er das einsieht, wenn er das sagt. Das tun manche nicht. Und letzten Endes muss es auch jeder selber wissen, ob er jetzt den Joe sympathisch findet, den Stefan sympathisch findet, beide Verarschgeigen hält oder was auch immer. Ja? Also ich meine, letzten Endes sind das zumindest auf dem Papier erwachsene Männer und ja, ist die Frage, ob es sowas wie einen erwachsenen Mann eigentlich gibt. Dafür habe ich zu viele weise Frauen kennengelernt. Aber ja, vielleicht gibt es sie manchmal. Vielleicht, wenn sie ganz, ganz alt geworden. Ja, doch. Meine Onkels wären da so mein persönliches Beispiel. Das könnt ihr natürlich nicht beurteilen, aber doch, ja. Ja, hin und wieder gibt es das sicherlich schon. Ja, wie auch immer, jedenfalls. Was denn? Ja. Ja, also ich fand es, wie gesagt, auch nicht okay, die Art und Weise der Kommunikation, jetzt speziell auf Ebene von Joe. Auf Ebene von Stefan war es anders und Teile des Internets, natürlich, es gibt hier immer nur Teile des Internets, es herrscht ja in keinster Weise irgendwo Einigkeit, auch nur ansatzweise. Teile des Internets sind der Meinung, dass Joe quasi bei laufender Kamera gelästert hat. Dem kann man zumindest eine gewisse, ist wenigstens ehrlich, Attitüde unterstellen und Stefan halt wohl sehr viel gelästert hätte, sagen zumindest die anderen 5 Teilnehmer, wenn die Kamera halt nicht gelaufen ist und er teilweise eben auch vor laufender Kamera, aber ohne Anwesenheit von wem anders, also nur der Kamera erzählt hat, in was für einer Situation er sich befindet. Wir sehen ja jetzt gerade in Folge 5 und 6, dass da auch einige wirklich sehr böse Sachen, ja, also von meiner Position aus schon wirklich Sachen, die überhaupt nicht gehen, dabei sind, wie zum Beispiel jetzt beschweren sich die Stadt Kinder, weil sie ein bisschen Holz hacken mussten. Und in Anbetracht dessen, dass sie da bei dieser Gelegenheit Stefans Feuer unterhalten haben und Stefan warm gehalten haben und ihm teilweise sein Bettchen gebaut haben und so weiter und er sich mal eben sozial isolieren musste,
Das finde ich eine Aussage, die geht überhaupt nicht. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht auch Aussagen von Joe dabei gewesen wären, die ebenfalls überhaupt nicht gehen. Im konkreten Fall, das Absprechen jeglicher Ahnung nach dem Brand, dass der kommt, wissen wir ja alle schon, halte ich auch für viel zu extrem. Also ich kann es menschlich nachvollziehen, dass sich Joe da aufregt. Ja? Absolut. Aber wenn du dich, wenn furchtbar aufregen eine Entschuldigung wäre für alles, was man danach tut, ja, das ist juristisch ein bisschen anders interpretiert, ne, auf der Welt. Und daher ein Stück weit macht es das menschlich nachvollziehbar, aber deswegen noch lange nicht richtig. Ja, zumindest aus meiner Sicht. Und ja, ist scheiße. Ja, ich fand auch Joeys Kommentar nach dem Brand mit dem F-Wort. Übrigens tatsächlich, ich verwende ja gerne Fäkalausdrücke hin und wieder mal. Aber tatsächlich hat sich das F-Wörtchen in meinem Sprachgebrauch noch überhaupt nicht niedergeschlagen. Ich muss schon wirklich absolut ganz hart an der Verzweiflung sein. Das hat von mir bisher nur meine Frau mal zu hören, nicht bezüglich auf sie selbstverständlich, zu hören bekommen, dass ich das mal verwende. Und da war der Akku leer. Ja, also zurück zur Diskussionssituation. Wie gesagt, zu allen bösen Sachen, die so im Lauf der Staffel gesagt worden sind. So nach meiner persönlichen Wahrnehmung würde ich, was die Summe der Sticheleien angeht, tatsächlich persönlich meinen, dass der den Joe ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hat. Ja? Auch wenn ich den Joe mag. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist vielleicht ein bisschen mehr aus Richtung Joe gekommen. Nach dem, was wir sehen, nach dem, was wir hören, sowieso, weil der Joe das ja häufig eben vor laufender Kamera gemacht hat, wie viel da dementsprechend vom Stefan ohne laufende Kamera stattgefunden hat, werden wir, die wir nicht dabei waren, nie erfahren. Ja, ist halt das Problem, wenn man als Dokumentation eben nur das Bildmaterial zur Verfügung hat, das da zur Verfügung steht. Ja, und dementsprechend, ja, kann ich verstehen, auch wenn ich es nicht teile, dass man den Joe nicht mag und dass man ihm das übel nimmt, insbesondere wenn man persönlich Mobbing-Erfahrungen gemacht hat. Was uns zu dem Punkt bringt, ob das Mobbing ist, da würde ich klar sagen, noch lange nicht. Also Mobbing ist meiner Meinung nach auch kleine Hänseleien an der Schule. Da ist heutzutage ja sehr schnell das Wörtchen Mobbing sofort rausgeholt. Selbstverständlich ist Mobbing ein Riesenproblem. Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz gigantisches Problem und wer das mal ein bisschen erleben musste, ich habe auch im persönlichen Umfeld Leute erlebt, die daran völlig zerbrochen sind und deren Existenz quasi, ja, gescheitert ist ein böses Wort. Die sind heute schon auch noch was. Ja? Aber wo es sein könnte, dass das wirklich massive Folgen für den Rest ihres Lebens haben wird, beziehungsweise bisher zumindest gehabt hat. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass viele Menschen auf das Thema Mobbing außerordentlich sensibel reagieren und auch nur bei etwas, was Mobbing werden könnte. Und das würde ich schon sagen, es könnte sein, dass das in Richtung Mobbing mal geht. Dafür ging es jetzt nicht lange genug, unter anderem. Ne? Meiner persönlichen Meinung nach. Ja? Für jeden ist Mobbing, denke ich, irgendwo was anderes. Sicher gibt es da irgendeine fachliche Definition davon. Die habe ich mir auch durchgelesen. Aber da wir eben in der normalen Gesellschaft nicht nur Psychologen sind und Ferndiagnosen derselbigen ohnehin nicht zulässig sind, so viel weiß ich auch über Psychologie, und man sowieso nicht alle Umstände kennt, weil man ja nur das aufgezeichnete Kameramaterial kennt, bin ich trotzdem nach wie vor der Meinung, dass das jetzt noch nicht in Richtung Mobbing geht. Diejenigen, die irgendwie mit Psychologie was zu tun haben und auf Seven vs. Wild reagiert haben, sind auch fast geschlossen der Meinung, dass es sich hier noch nicht um Mobbing handelt. Nichtsdestotrotz ist es schon nachvollziehbar, dass der Stefan von der Gesamtgruppensituation angekackt ist, das kann ich verstehen. Dass ihm das, was der Joe da so erzählt, nicht gefällt, das kann ich, wie gesagt, auch verstehen. Dass er mit entsprechenden Gegenbemerkungen reagiert, kann ich sogar ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen. Aber am Ende des Tages haben auf jeden Fall beide ein gewisses Maß an kommunikativen Dreck am Stecken. Auf jeden Fall beide, würde ich trotzdem absolut so unterschreiben. Nur ist jetzt halt dann eben die Frage, auf welcher Basis hat sich denn dieser Streit entwickelt? Letzten Endes habe ich Joe nie irgendwas Persönliches gegen Stefan vorbringen hören. Ja, er war immer nicht einverstanden mit Stefans Plänen.
Und mit, also mit Ausnahme von vielleicht, für, du hast von Survival null Ahnung, das geht auch immer, immer in die persönliche Richtung. Ja? Jemandem völlige null Ahnung, also gar keine, zu unterstellen, das ist nahezu in keinem Fachgebiet möglich. Okay, vielleicht bei der Teilchenphysik oder sowas in die Richtung. Aber immerhin hat es Stefan geschafft. Wie alt ist er? 46, sowas? 48? Weiß ich nicht. Irgendwas da dazwischen. Meine ich irgendwo gehört zu haben. Immerhin hat er es geschafft, so viele Jahre zu überleben. Also völlige, das ist immer das Problem, ja. Survival ist eine Fähigkeit. Bist du Survival-Experte, wenn du 106 geworden bist, ohne jemals ein Feuer angekriegt zu haben? Ich würde sagen, ja, aber da kann man sich trefflich drüber streiten. Deswegen ist das wirklich sehr, sehr schwierig, beim Thema Survival völlig fehlende Ahnung zu unterstellen, weil das ja mit Tod gleichzusetzen wäre. Ja, für mich persönlich, ne? Also, aber nochmal, ich verstehe, dass der Joe sich da aufregt. Kann ich nachvollziehen, trotzdem sich aufzuregen. Auch in Extremsituationen rechtfertigt nicht jede unserer Bemerkungen und die ging mir wirklich zu weit. Genauso wie eben wie Joey Kellys Shut the fuck up oder du hältst jetzt die, na lassen wir das. Und ja, das ging mir auch viel zu weit. Auch wenn er Erfahrung mit Hausbrand hat, auch wenn er da entsprechende Vorbelastung hat, dann könnte ja jeder, der mal was Traumatisches erlebt hat, das als Ausrede für so ziemlich jedes Fehlverhalten verwenden. Das geht einfach nicht. Ne? So können wir nicht anfangen in der Gesellschaft. Mir ist mal was Schlimmes passiert und deswegen darf ich mich jetzt daneben benehmen, ist halt einfach de facto falsch. Drum, ja, menschlich nachvollziehbar nochmal, aber halt immer noch falsch. Ich habe mir übrigens keinen Zettel gemacht, wie ihr seht. Das ist jetzt alles hier so frisch aus dem Hirn. Daher möglicherweise ein bisschen ungeordneter, als wenn ich mir einen Zettel gemacht hätte. Ja, ja, so, also das zur Gesamtsituation. Jetzt reden wir erstmal über den Brand und dann über die Konsequenzen, die Stefan daraus irgendwie zieht und warum ich die so gar nicht nachvollziehen kann. So, der Brand, erstmal der Vorwurf, Joe hätte sofort angefangen zu filmen, das ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Also was wir auch als Außenstehende absolut beurteilen können, wenn wir wissen, und das wurde so bestätigt von Orga und Fritz und so weiter, wir haben beim Brand quasi, also zumindest sagen die das so, nahezu alles Bildmaterial, scheinbar wahrscheinlich sogar wirklich alles Bildmaterial zu sehen bekommen, was zum Brand selber existiert. Also eine Szene, wo Stefan das Feuer wegschlägt, was ihm die Orga bestätigt hätte, dass es die Szene gibt, aber die hätten sie nicht reingeschnitten, das glaube ich ihm ehrlich gesagt nicht. Das glaube ich ihm schlicht und ergreifend nicht, weil er hat irgendwo mal gemeint, er hat mit bloßen Händen gegen das Feuer gekämpft und hat bei der Orga als erstes nachgefragt, als er wohl raus war, ob diese Szene denn so existiert. Und dann haben die gemeint, ja, die Szene gibt's. Vielleicht haben sie ihn falsch verstanden, vielleicht war das irgendwie komisch kommuniziert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine Szene gibt. Der ganze Brandkladderadatsch, ich verzichte jetzt drauf, das einzublenden. Das könnte ich zwar technisch auch machen, aber ihr habt es alle schon 834.000 Mal gesehen. Ich bin ja einer der Letzten, der sich dazu jetzt äußert, vermutlich. Daher können wir uns das sparen. Die erste Aufnahme, da ist das Feuer schon so weit runtergebrannt, dass da nur noch Reste von Zeugs ein bisschen am Brennen, ein bisschen am Schwelen und sowas in die Richtung ist. Das heißt, da ist vorher auf jeden Fall bereits gelöscht worden, bereits gegen das Feuer vorgegangen worden. Das heißt, die erste Bildaufnahme ist auf keinen Fall die allererste Aufnahme, dass Joe aufgestanden ist. Es brennt lichterloh, er läuft weg, um die Kamera zu holen, kommt wieder und filmt das brennende Inferno. Und dass das Feuer ursprünglich viel größer gewesen sein muss als das, was wir sehen in der ersten Aufnahme vom Feuer, ist ganz einfach dadurch zu beweisen, dass ja die Flugzeugabdeckung da offensichtlich lichterloh gebrannt hat. Die ist zu diesem Zeitpunkt ja schon quasi weg. Die Flugzeugabdeckung, die Flügelbespannung oder wie auch immer dieses Material, wie wir das jetzt auch immer nennen wollen, da will ich mich gar nicht einmischen. Jedenfalls nicht zu sehr. Ich habe gehört, das seien Zeugs, wo es irgendein technisches Datenblatt so gibt, wo was von schwerem Flammbar oder sowas brandhemmend oder was auch immer draufsteht. Keine Ahnung, was das im internationalen Kontext genau bedeutet. Ich kenne so ein paar Brandbegriffe für deutsche DIN-Normen und keine Ahnung, wie das da im internationalen Kontext, wie gesagt, abläuft. Ja, und
dann sehen wir eben in der ersten Szene, dass Stefan so halb noch im Schlafsack liegt, jedenfalls gerade nicht damit beschäftigt ist, gegen das Feuer zu kämpfen. Das sieht man da ja so und plus minus apathisch mit seiner Kappe zu spielen scheint oder mit seiner Mütze zu hantieren scheint. Jedenfalls sieht man ihn da definitiv nicht gerade gegen das Feuer kämpfen. So, was wir nicht sehen, ist, ob er zu diesem Zeitpunkt bereits ganz viel gegen das Feuer gekämpft hat, bevor die erste Aufnahme entstanden ist. Ist das wahrscheinlich, ich würde behaupten, nicht besonders, weil er da ja plus minus wirklich noch fast im Schlafsack drin liegt, in den allerersten Szenen, der liegt da noch und der wird wohl nicht aufgestanden sein, gegen das Feuer gekämpft haben mit bloßen Händen und sich dann wieder in den Schlafsack zu legen, bis der Joe die Kamera geholt hat und die erste Aufnahme macht. Das halte ich schlicht und ergreifend für unwahrscheinlich. Ja, ich analysiere hier nur, was wir sehen können. So, ob Stefan jetzt irgendwie eine Feuerwache gehabt hat oder nicht, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Und genau das halte ich für realistisch, dass die Feuersituation genauso abgelaufen ist wie das, was wir sehen können, weil es eben widersprüchliche Aussagen gibt. Wären sich jetzt alle, also sprich Uwe und Joe, vollständig einig und würden exakt dieselbe Geschichte zum Verlauf des Feuers erzählen, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen, ob die sich abgesprochen haben. Weil so ein Ereignis erlebt jeder individuell und wird jeder anders das hinterher berichten, weil das traumatisch genug sein dürfte, dass sich da ganz andere Dinge in deinem Gehirn abspielen und du auf keinen Fall automatisch dieselbe Geschichte erzählen wirst wie der jeweils andere. So, da aber Joe und Uwe mehr oder weniger darin übereinstimmen, dass sie gelöscht haben und Stefan quasi nicht. Ich befürchte, da auch das Bildmaterial den im Schlafsack liegenden Stefan zeigt, dass es tatsächlich so gewesen sein dürfte, dass Joe tatsächlich Feuer geschrien hat, das Feuer auch entdeckt hat, dann angefangen hat zu löschen, Uwe sofort geholfen hat zu löschen und sie dann versucht haben, mit irgendwelchem Abdeckmaterial eben die Flammen einfach auszuklopfen. Und dann, nachdem das Feuer offensichtlich, ja, bei der ersten Szene ist das Feuer unter Kontrolle, da besteht in diesem Moment keine wirklich akute Gefahr mehr, dass da nochmal etwas unglaublich aufflammt und so weiter und so fort, dann hat er die Kamera geholt und dann hat er gefilmt. Dass er dann noch ein bisschen weitermacht mit weiteren kleinen Flämmchen-Ausdrücken und so weiter und so fort, ja klar, natürlich, ja, ist ja auch in Ordnung. Hätte man das Ganze gar nicht filmen sollen, ja, dann wäre jetzt die Kacke erst recht am Dampfen, weil dann hätten wir jetzt 100% überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist. Daher finde ich schon gut, dass da dann irgendwann mal jemand auf die Idee kam, eine Kamera drauf zu halten. Dass das jetzt Joe gewesen ist, ist halt so. Natürlich kann man jetzt vermuten, also die Vermutungen gehen ja so weit, dass Joe absichtlich das Feuer das Flugzeug angezündet hat, um Stefan zu diskreditieren. Also da hört es auf, ne? Also da hört es definitiv auf. Aber ja, also da ist auf keinen Fall so gewesen, dass Joe erst ganz spät angefangen hat, da irgendwie ein bisschen dagegen vorzugehen und so weiter und so fort und dann irgendwie und so weiter und so fort. Ne? Also wir kennen jetzt verschiedene Formen der Darstellung, aber ich halte die einzig möglich glaubwürdige wirklich für: Joe ist aufgewacht, schreit Feuer, Uwe hilft beim Löschen, beide löschen ein ganzes Stück, dann nimmt er die Kamera und dann liegt Stefan noch im Schlafsack. Punkt. Das sehen wir eindeutig, und wenn es da keine vorherige Szene gibt, die irgendwie beweisen würde, dass Stefan aufgestanden ist, gegen das Feuer gekämpft hat und danach wieder in den Schlafsack gekrochen, tja, Fakt. Ja? Das ist, also für mich ist das absolut eindeutig. Nichtsdestotrotz kann man da Stefan einen Vorwurf draus machen, dass er in so einer traumatischen Situation nicht sofort anfängt zu löschen. Menschlich ganz bestimmt nicht. Ja. Kommen wir allerdings jetzt zu der Frage, wer hat ihn jetzt nun Schuld am Feuer? Und das ist natürlich meiner Meinung nach durchaus eine relativ komplexe Angelegenheit. Gefühlt würde ich mich fast gerne Robert Mark Lehmann anschließen, der das Ganze für einen unglücklichen Unfall mit vielen verschiedenen Ursachen und vielen verpatzten Chancen und so weiter und so fort hält. Gefühlsmäßig würde ich mich dem gerne anschließen. Tatsache ist, ich habe keine Ahnung, wer da Feuerwache hatte, ob da jemand Feuerwache hatte, und ich möchte mich der Gruppe von Leuten anschließen, die sagen, jemand hätte Feuerwache haben sollen. Für mich persönlich absolut eine Selbstverständlichkeit, und dass diese Kritik neudeutsch fühle ich.
dass jemand hätte Feuerwache haben sollen, dass man hätte absprechen sollen, wer ist denn jetzt für das Feuer verantwortlich. Ich hätte es zum Beispiel auch in der Nacht davor besser gefunden, wenn nicht Joe die ganze Nacht oder fast die ganze Nacht bis auf 2 Stunden Feuerwache gemacht hätte, sondern man einfach eingeteilt hätte, jeder ist mal dran. Und zwar wirklich jeder, auch wenn es schwächere und stärkere Gruppenmitglieder gibt, einfach aufgrund des Sozialgefüges, dass einfach jeder mal dran ist. Das schweißt zusammen. Jeder hat mal für die anderen das Feuer unterhalten. Jeder hat für die Gruppe mal für Wärme gesorgt. Das ist eine schöne gruppenbildende Aktivität. Und auch die Schwächsten können mal auf eine Stunde Schlaf verzichten und dann schläft man halt am nächsten Morgen ein kleines bisschen länger, oder die Schwächsten dürfen dann nochmal ein extra Nickerchen machen und so weiter. Aber sie haben dann wenigstens auch ihren Beitrag geleistet, dass alle gut und heile und möglichst warm durch die Nacht gekommen sind. Das ist also, da würde ich jetzt sogar so weit gehen und sagen, dass das etwas ist, was ich fast schon als Fehler deklarieren wollen würde, dass es da keine genauere Aufteilung, wer sich wann wie ums Feuer kümmert und so weiter und so fort. Also ich würde es als Fehler deklarieren, nicht nur fast schon, aber kann man sich natürlich gerne drüber streiten und anderer Meinung sein als ich, aber das hätte ich schon für wichtig erachtet. Ob ich das selber gemacht hätte, kann ich in der Situation überhaupt nicht sagen. Was ich da getan hätte, kann ich euch absolut wirklich, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich wäre etwas diplomatischer gewesen als ein Joe oder ein Stefan. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht so auf diplomatischem Skill des Uwes tatsächlich auch wiedergefunden. Selbsteinschätzung ist ein bisschen großkürzig, weil Uwe macht das sehr gut, aber ich bin da auch nicht ganz schlecht. Inzwischen, ja, früher war das anders. Aber man lernt ja dazu. Gut, wie auch immer, jedenfalls, also das Löschvorgehen haben wir besprochen, bin mir ziemlich sicher, dass das ungefähr so abgelaufen ist. Dass Stefan später noch ein paar Holzscheite aus dem Feuerchen gezogen hat oder weg vom Feuerchen gezogen hat, als das schon nicht mehr, ja schon noch nötig, ja langfristig schon noch nötig, aber nicht super akut gewesen ist und sich vermutlich dabei dann irgendwie die Hände verletzt hat und so weiter und so fort, das sehen wir ja auch. Ob er die nicht sich vorher schon irgendwie verletzt hat, also als er dann aufgewacht ist, doch auf irgendwas Brennendes draufgehauen hat, das möchte ich gar nicht alles beurteilen. Ja, das weiß ich nicht, das können wir alle nicht wissen. Wer ist jetzt schuld, wie gesagt? Hatte man ja schon angefangen dran anzudeuten. Sicherlich zum Großteil, ich würde auch sagen zu mehr als 50% Stefan, weil Holz zum Trocknen in die Feuerstelle legen, das fängt irgendwann an zu brennen. Ich hatte am Wochenende eine Tour und da war eine prima Gelegenheit, weil wir an einer legalen Feuerstelle vorbeigekommen sind, an der jemand aus frisch gefällten Resten von Kiefern, also da war gerade eine Holzerntemaßnahme, ganz normale Waldkiefer, ein bisschen ja, Scheite plus minus, keinen schönen, aber immerhin Scheite mit der Axt ausgespalten hatte aus ein paar Tage vorher, ich kann das einschätzen, wie lange eine Holzerntemaßnahme her ist, also wirklich nur ein paar Tage vorher, gefällter Kiefer, hat man da eben schon Scheite gemacht und hat wohl selbst versucht, an diesem Feuerchen, an dieser Feuerstelle ein Feuerchen zu unterhalten. Als wir ankamen, hat es noch ein kleines bisschen geraucht, also irgendwas haben sie angezündet bekommen, aber so wie das aussah, nicht unbedingt die super frische Kiefer mit einer Holzfeuchte von 100%. So, jetzt muss man das, um das vergleichen zu können, und ich habe leider keine Aufnahmen gemacht. Ich hätte in diesem Fall vielleicht ausnahmsweise mal eine Aufnahme machen sollen, zumindest ein kleines Handyvideo oder sowas in die Richtung, aber ich habe den Grundsatz, dass wenn ich Touren habe mit jemandem, der eben die bei mir gebucht hat, dass ich dann grundsätzlich aus Prinzip keinerlei Kameraabsprachen und sowas in die Richtung mache, weil meine Aufmerksamkeit gehört dann meinem Tourengast und nur dem. Und allenfalls schreibe ich zwischendurch mal meiner Frau, dass alles in Ordnung ist, und das ist aber auch schon alles. Nichts anderes soll mich da irgendwie ablenken. Und da mache ich also prinzipiell keinerlei Videos schon gar nicht und Fotos, na, vielleicht 3-4 Mal habe ich schon mal eins gemacht, wenn es denjenigen, der mit mir unterwegs war oder diejenige, die mit mir unterwegs war, nicht gestört hat. Aber deswegen keine Bildaufnahmen, aber nichtsdestotrotz haben wir einfach mal ausprobieren wollen, wenn du jetzt 100% frisches Holz in die Feuerstelle schmeißt, in die Feuerstelle, ja, neben ein mittelgroßes Feuer. Wie lange dauert es, wenn du das mittelgroße Feuer immer schön am Laufen hältst, und ein größeres Feuer, als sie bei Seven vs. Wild tatsächlich hatten, wie lange dauert es, bis 100% nasses Holz, ganz absolut frisches Kiefernholz, Kiefer ist vergleichsweise gut brennbar, zugegeben, denn bitte Feuer fängt.
Ergebnis 1,5 Stunden. Dann hat sie aber auch wirklich wunderbar gebrannt. Also so lange hat es einfach gedauert, bis das Wasser, das fängt dann an zu zischen, das Holz, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Teilweise wirft es an manchen Ecken auch Blasen, das kann man ganz toll angucken, wenn man gerade insbesondere größere Äste ins Feuer schmeißt und die langsam durchtrocknen, wenn sie vorher noch nass gewesen sind, je nachdem wie nass sie gewesen sind. Das sieht richtig lustig aus, wie tropfendes Fett so ein bisschen. Ja, nicht wirklich, aber habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und ich wollte einfach mal wieder wissen, wie lange dauert das denn eigentlich? Kriegen wir die überhaupt zum Brennen? Weil mit 100% nassem Holz, also wirklich mit ganz frischem Holz, arbeite ich normalerweise nie. Ich komme eigentlich nie auf die Idee, das jetzt verheizen zu wollen. Und daher war das für uns beide sehr, sehr interessant, dass nach 1,5 Stunden das Zeug fröhlich gebrannt hat. Und wir hatten ein wunderbar ganz lange brennendes Feuer mit diesen Scheiten, die wir zwar wirklich richtig lange direkt im Feuer getrocknet haben, also wirklich in absoluter Nachbarschaft zur Flamme, aber dann haben die irgendwann von alleine, und das ist entscheidend, sie haben von alleine Feuer gefangen. Warum ist das so? Was bei Holz brennt, ist nicht das Holz selber, sondern die Gase, die Holz ab einer gewissen Temperatur abgibt. Das sind brennbare Kohlenstoffverbindungen, die da ausgegast werden, Holzgas sozusagen. Und das Holzgas entzündet sich dann in unmittelbarer Nähe des Holzes, aus dem es ausgast. Deswegen sieht es so aus, als würde das Holz selber brennen. Aber tatsächlich steigt immer mehr diese Ausdünstung der brennbaren Gase, je höher die Temperatur des Holzes wird, bis es dann halt irgendwann wirklich zu einer Entzündung kommt. So, und wenn du jetzt zum Beispiel bei Raumbränden, wenn man der Feuerwehr zugehört hat, wenn die erklären, wie Raumbrände zustande kommen. So ähnlich ist das auch, wenn du Holz neben bzw. direkt in direkter Nachbarschaft des Feuers lagerst. Ob du das jetzt in die Feuerstelle schmeißt oder ganz unmittelbar an den Rand der Feuerstelle legst, das könnte theoretisch auch schief gehen, aber spätestens bei in die Feuerstelle schmeißen ist natürlich sehr realistisch, dass es irgendwann schief geht. Das ist so nah am Feuer, dass es irgendwann tatsächlich immer heißer wird, immer heißer wird, immer heißer wird. Und wenn es nah genug am Feuer ist, das war bei unserem Experiment so, das ist vermutlich auch beim Flugzeug in Seven vs. Wild so gewesen, dann steigt die Temperatur des Holzes irgendwann auf eben die magische, ich habe sie nicht auswendig im Kopf, ich meine es war irgendwas mit 300 irgendwas, Gradzahl, bei der ein Entzünden der brennbaren Gase, die jetzt vom Holz abgegeben werden, möglich ist. So, das Blöde ist, dass diese Gase ja schon vorher ein bisschen abgegeben werden, meist zu wenig, um sich zu entzünden. Wenn das aber viel Holz ist, was da rumliegt, dann ist das auch viel brennbares Gas. Das heißt, um unser Feuer herum bildet sich jetzt eine Wolke brennbarer Holzgase, die kurz davor ist, sich zu entzünden, aber bevor sie das tun, immer mehr anreichert. Wenn jetzt kein großer Wind geht, und das war ja an dieser Stelle vermutlich nicht der Fall, auch wenn Stefan den Turbineneffekt versucht hat zu erklären, da bin ich auch nicht unbedingt seiner Meinung, lassen wir das. Aber meiner Meinung nach hat sich da wirklich ein Wölkchen aus brennbaren Holzgasen akkumuliert und irgendwann war es dann genug bzw. heiß genug, dass ein Funken vom Feuer bzw. die Flamme des Feuers selber oder schlicht und ergreifend die Zündtemperatur erreicht worden ist, dass diese ganze Gaswolke auf einmal jetzt Feuer gefangen hat. So, und das erklärt dann die Stichflamme, oder würde die Stichflamme erklären, die Joe gesehen zu haben, meint die Uwe auch so bestätigt. Die dann auch absolut erklären würde, weshalb das Dach vom Flügel weggebrannt ist, beziehungsweise die eine Ecke vom Flügel. Und die Gesamtkatastrophe in dem Ausmaß, wie wir sie sehen, wenn dann zum ersten Mal die Kamera läuft. Das ist so meine, nach Brandverhalten von Holzstudium, Expertise, wie das passiert sein kann. Also man kann sich das schon erklären. Das kann man sich holzbrandverhaltenstechnisch wirklich genau so erklären. Das wurde heißer und heißer, hat mehr ausgegast und dann eben durchzünden. Das würde man im Fall eines Raumbrands als Flashover bezeichnen. Wenn sich genügend brennbare Gase durch die hohe Temperatur gebildet haben, gibt es einen schlagartigen Moment, wo nicht nur dein Mülleimer brennt, sondern plötzlich das ganze Zimmer innerhalb von wenigen Sekunden alles. Und das ist eben dieses Flashover, weil da die brennbaren Gase eben ganz wesentlich daran beteiligt sind, die halt nun mal überall dann auch im Raum verteilt sind, insbesondere in geschlossenen Räumen. Dass sich so viel davon anreichert, ist natürlich in einem nicht geschlossenen Raum eher unwahrscheinlich, aber da sie ja für Windschutz gesorgt haben, das ist auch nicht falsch, es ist kein Fehler, Windschutz aufzustellen, weil dann das Feuer explodieren, in Anführungszeichen, könnte, wenn man zu viel Holz innen drin lagert. Aber ja, so, also jemand, der sehr erfahren im Umgang mit Lagerfeuern ist, kann man dem unterstellen, dass der weiß, dass wenn er Holz ganz nah neben das Feuer legt, dass das dann irgendwann Feuer fängt? Ich denke, ja. Ich denke, das darf man auf jeden Fall unterstellen. Insbesondere, wenn sich Stefan so darstellt, als sei er sehr erfahren in diesem Bereich. Ob er das ist,
Weiß ich nicht, dafür kenne ich ihn nicht ausreichend gut genug. Ich hätte von seiner Selbstdarstellung, dem wie er vorgestellt worden ist und das, was ich bisher von ihm gesehen habe, wäre ich schon davon ausgegangen, dass er da zumindest im Bereich Feuermachen viel Erfahrung hat. Vielleicht hat er die auch und vielleicht hatte er in diesem Moment einfach nur einen schlechten Moment. Das werden wir nie erfahren. Aber Holz in direkter Nachbarschaft einer Flamme zu trocknen, kannst du machen, solange du nebendran hockst und merkst, oh, jetzt wird es trocken, jetzt nehme ich es mal langsam weg oder jetzt fängt die erste Ecke an zu schwelen, jetzt nehmen wir es vielleicht langsam mal weg und so weiter, dann kannst du das schon machen. Also um Joes Frage an die Community zu beantworten aus der entsprechenden Folge, ist das eine allgemein übliche Bushcraft-Technik, Holz im Feuer zu trocknen? Nein, im Feuer sicherlich nicht. Am Feuer, ja doch, das kann man machen. Ja, also da hat Stefan dann ehrlich gesagt auch einen Punkt, dass Holz am Feuer zu trocknen schon was ist, was ich auch schon oft gemacht habe, was ich schon ganz oft gesehen habe und mindestens im Bereich Bushcraft ist das schon eine gängige Technik, dass man ein paar Scheite Holz am Feuer trocknet. Man sollte dabei allerdings beachten, also wer jetzt vorhat, ganz viel Holz am Feuer zu trocknen, du brauchst schon eine gewisse Größe von Feuer, gerade wenn es ein Wärmefeuer sein soll, um zusätzlich eben noch die Kondensationskühle, die beim Trocknen von Holz am Feuer entsteht, zu kompensieren. Das ist nämlich gar nicht mal so wenig, wenn man ohnehin nur mit einem kleinen Feuer arbeitet, um Brennstoff zu sparen und dann noch haufenweise Holz trocknen möchte, dann ist die Kondensationskühle, die dabei entsteht, Kondensationskühle ist Schwitzen, also wer schon mal geschwitzt hat, weiß, was Kondensationskühle ist, ja, das ist dann schon so viel meiner persönlichen Erfahrung nach, dass man es sogar merkt. Ja? Also subjektive Einschätzung. Ich kann es vielleicht ausrechnen, aber ich will es nicht ausrechnen. Wer das gerne ausrechnen möchte, darf das selbstverständlich gerne tun. Aber das ist schon eine Menge Energie, die da quasi gebraucht wird, um das Holz vollständig trocken zu kriegen, insbesondere wenn es innerhalb von kürzerer Zeit trocken werden soll und das eben nur mit der Energie des Feuers. Ja, das nimmt schon viel Wärme weg aus dem aufzuheizenden Raum sozusagen, auch wenn der Raum sehr viele Löcher hat und aus mehr Löchern als Wänden und Barrieren besteht. Ja, aber das heißt, ich würde schon Stefan also mindestens eine Schuld von 60-70% durch die Idee, das Holz dahingelegt zu haben, irgendwo einräumen wollen. Andererseits vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur 53, ganz schwer zu sagen, weil ich einfach nicht weiß, wie da kommuniziert worden ist. Wer ist dann wann wie schlafen gegangen? Auf jeden Fall ist Stefan sagt ja, er sei als Erster mehr oder weniger schlafen gegangen und die anderen haben sich dann noch unterhalten und er ist dann davon ausgegangen, dass die sich dann schon um das Feuer kümmern sollen, werden. Kein Schimmer. Ja. Uwe sagt, glaube ich, Stefan sei vor ihnen eingeschlafen oder Stefan hätte sogar die Feuerwache gehabt und sei dann noch wach gewesen, als er zu Joe gesagt hat, Joe soll sich erstmal hinlegen, weil der bis zu diesem Zeitpunkt kaum geschlafen hätte. Joe meint, er hätte eben noch gesehen, wie Stefan das da so aufgeschichtet hat. Also meine Wahrnehmung, was die jeweils sagen, vielleicht stimmt das auch nicht in allen Details. Es ist einfach, Kommunikation ist immer, ne, Senden und Empfangen einer Nachricht. Jetzt kommt der gute Paul Watzlawick durch. Und das bedeutet, der eine sagt das, der andere versteht jenes und dann entsteht gerne mal Verwirrung, auch bei uns daheim durchaus der Fall. Wenn meine Frau durch ein paar Wände irgendwas brüllt, ist das falsche Wort, die spricht nie laut. Das ist das Problem, deswegen verstehe ich sie akustisch häufig nicht. Und ich dann irgendwas völlig anderes verstehe, mir aber sicher bin, sie richtig verstanden zu haben, wenn es wirklich nur rein akustische Probleme sind natürlich, und dann ihr irgendwas bringe, was sie nicht haben wollte oder irgendwas nicht tue, was sie gedacht hat, was ich jetzt gleich mache. Und ja, wer sie hat, kennt es, diese Probleme. Ne? Nein, alles super, wir sind super happy miteinander. Absolut, gar keine Frage. Aber ja, ständiges Zusammenhängen führt halt hin und wieder zu kleineren Missverständnissen. Auch bei ständigen Zusammenhängen von Leuten am Feuer kann das möglicherweise passieren. Und deswegen ist es eben jetzt ganz schwer zu rekonstruieren, wer denn zuletzt jetzt nun aufs Feuer aufgepasst hat, ob es eine abgesprochene Feuerwache für Stefan gab oder nicht. Selbst Joe sagt, die Feuerwache hätte es gar nicht gegeben. Man hätte das Feuer
vorher ausgehen lassen wollen, oder hat er zumindest mal so gesagt. Und es ist schlicht ein undurchschaubares Wirrwarr, wie da was passiert ist. Was auch noch sehr im Internet diskutiert wird, ist die Frage, inwiefern Joe denn jetzt nun einen großen Teil Schuld hat, weil er Stefan nicht gesagt hat, dass er das Feuer aus dem, das Feuerholz, Heuerholz aus dem Feuer herausnehmen soll. Obwohl er das gesehen hat und sich noch gedacht hat, ach, ich halte jetzt die Klappe um des lieben Friedens willen. So hat er es zumindest erzählt, dass er das so gesehen hat. Ist das ein großer Fehler? Ja, rückwirkend selbstverständlich, wissen wir ja jetzt. Und da würde er sich entsprechend selbst auch entsprechend sicherlich sehr für in den Hintern beißen oder zumindest eine Weile dran rumgenagt haben, könnte ich mir gut vorstellen. Aber kann ich menschlich auch wieder sehr, sehr nachvollziehen. Und wenn sich Stefan als großer Survival-Zampano vorgestellt hat und man davon ausgeht, dass ein Feuer zu bewachen auch tatsächlich jetzt keine so schwierige Aufgabe ist, ist es nämlich auch nicht, dann kann ich auch irgendwo Joes Gedankengang nachvollziehen, dass er sich dann denkt, naja, wird schon schief gehen, der passt ja auf, oder wer anders passt, also wir lassen das Feuer jetzt ausgehen und der wird das Holz da schon rechtzeitig wegnehmen, weil ihm ja sicher klar ist, dass wenn du das Holz die ganze Zeit neben der Flamme liegen lässt, dass das dann irgendwann in Flammen aufgeht, was wie gesagt jeder wissen sollte, der ein bisschen Erfahrung mit Feuer hat, weshalb man vielleicht auch deswegen die anderen nicht das Feuer hat überwachen lassen, was ich auch für einen Fehler halte. Also wenn man das denen erklärt, dann kann mit Sicherheit jedes Gruppenmitglied ein bisschen aufs Feuer aufpassen. Da bin ich mir absolut sicher, ohne dass da irgendwas schief geht. Drum, wie gesagt, aus meiner Sicht war in dieser ganzen Feuer-Kladderadatsch-Situation das fehlende Einteilen bzw. die fehlende Kommunikation über den exakten Umgang mit dem Feuer, wer wann wie für das Feuer verantwortlich ist und so weiter und so fort, das ist aus meiner Sicht der größte Fehler. Abgesehen vom Heuerholz in die Feuerstelle legen. Ja? Davon abgesehen, das ist natürlich der allergrößte Fehler. Und dann kommt die fehlende Kommunikation und dann kann man sicherlich auch der Meinung sein, dass der Flügel andersrum gehört hätte. dazu fand ich einen außerordentlich gelungenen Kommentar. Herzliche Grüße an dieser Stelle, falls du dich nochmal äußern möchtest, falls du das hier auch siehst. Und Ruhm und Ehre einzuheimsen in Form eines Herzchens, hast du, glaube ich, damals auch schon bekommen. Mehr kann ich nicht anbieten. Ich kann dir noch irgendeinen digitalen Hut dazu klatschen oder meinetwegen auch einen Pokal oder was du halt haben möchtest. Aber sehr, sehr cool war der Kommentar eines. Ich habe mir auch leider nicht gemerkt, wie du heißt. Vom YouTube-Namen her. Ne? Ich hoffe nicht allzu verwerflich meinerseits. Aber der Kommentar bezüglich des größter anzunehmen, dümmster anzunehmender User, der DAO. Scheinbar ist das ein wesentlicher Arbeitsbereich eines Informatikers, beim Administrieren eines Systems darauf zu achten, dass das System so DAO-sicher wie möglich ist. Und der DAO ist eben der dümmste anzunehmende User, also ein hypothetischer, wirklich unglaublich dummer User, der im EDV-System irgendwelchen Schwachsinn anstellt. So, und da ist wohl die gängige Meinung, so wie ich das verstanden habe, unter Informatikern, dass es unmöglich ist, ein DAO-sicheres System zu installieren, weil der DAO einfach absolut unbesiegbar ist, in Anführungszeichen. Ja, also wie gesagt, ein hypothetischer, dümmster anzunehmender User, der sich so dumm verhält, dass es niemand für möglich erachtet. Aber den gibt es halt immer wieder regelmäßig trotzdem. Das gibt es natürlich nicht nur in der Informatik. In jedem Bereich gibt es DAOs. Ja, können wir uns alle, glaube ich, irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Und nichtsdestotrotz ist das Ziel eben des Systemadministrators oder was auch immer. Ich kenne mich da leider mit dem Fachbegriff nicht aus. Nehmt es mir nicht übel. Es ist einfach Unkenntnis. Ich habe großen Respekt vor jedem, der mein Computersystem am Laufen erhält, es erfunden hat und dafür sorgt, dass mir das Internet nicht um die Ohren fliegt. Ja, also absolut großen Dank und großen Respekt. Keine Frage. Informatiker sind heutzutage völlig unvorstellbar, wenn wir die nicht hätten. Ne? Das ist selbstverständlich so. Ja, wie auch immer, jedenfalls ist ein dem DAO das Leben so schwer wie möglich machen, ist die Aufgabe eines Systemadministrators. Ja? Also macht das System so DAO-sicher, wie es nur irgendwie geht. Ganz DAO-sicher ist unmöglich, aber so gut es geht. So, und im Rahmen dieser Denkweise, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde und da häufiger dran gedacht habe, seit du das geschrieben hattest, und im Rahmen dieser Denkweise wäre es natürlich schon gut gewesen, wenn der Flügel andersrum ist. Wenn man hingegen nicht gewöhnt ist, es mit DAOs zu tun zu haben oder
DAUS als relevantes Risiko für sein Leben wahrzunehmen, dann verstehe ich auch jeden, der dann eben nicht mit einem DAU rechnet, weil er so diesen DAU so gar nicht kennt und es den in seiner Wahrnehmung, seinem Leben so nicht gibt normalerweise. Und sicherlich können wir vielleicht auch als einen der Kollektivfehler der gesamten Gruppe und wenn man dann halt so eine größere Verantwortung unbedingt zuschieben muss, weil er halt irgendwie so ein bisschen de facto der Chef der Gruppe ist, der inoffizielle Imperator Joe mit Machtblitzen. Werde ich Memes bauen können? Kann ich ja nicht, ne? Weil ich ja keine entsprechenden Informatik- oder Grafikdesign- oder sonst was Skill habe. Aber ich würde so gerne hier so einen Imperator Machtblitz Joe einblenden. Der Kartoffeln röstet. Sprossmetamorphosen röstet. Ja, egal. Jedenfalls, das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt, den man einfach der Gesamtsituation ankreiden darf. Das System war nicht DAU-sicher. Ja, das war definitiv nicht DAU-sicher. Hätte es DAU-sicher sein sollen, ja, kann man das jemandem vorwerfen. Die insgesamte Nicht-DAU-Sicherheit, das müsst ihr wissen. Ich werfe es niemandem vor. Ob ihr das tun wollt, ist euch überlassen. Ja, ihr dürft es gerne, wenn ihr unbedingt wollt, in die Kommentare schreiben. Persönlich bin ich mit dem Thema langsam durch. Ich habe deswegen auch lange gebraucht, bis ich jetzt dieses Video aufnehme und darum stehe ich hier auch auf der entspannten Wiese. Weil es ist einfach ein blödes Thema. Es macht einfach keinen Spaß. Ne? Weder beim Zugucken, also ja, beim ersten Mal, oh shocking, oh spannend, oh und so weiter, weil wenn man dann mitbekommt, was da drumherum alles passiert ist mit den Stefans und den Joes und der Welle der, sage ich mal, des Nicht-Fachpublikums, das im Internet sich diesbezüglich geäußert hat. Ja, da ist schon vieles dabei gewesen, wo man sich dann schon ein bisschen an den Hut fassen muss. Vielleicht auch reinbeißen. Also, ja, auf gut Deutsch, völlig idiotisch. Ja. Aber das ist das, was wir eingangs erwähnt haben. Es ist tatsächlich Realität, was sich hier abspielt. Ja, dass das Internet das macht, was das Internet halt so macht und das Internet nicht unbedingt als Kollektiv entweder alles weiß oder unglaublich dämlich ist, ist auch wunderbar ein Sinnbild für Homo sapiens als solchen. Ja, im Grunde weiß der alles als mehr als alles andere auf dem Planeten und ist gleichzeitig unglaublich dämlich. Passt irgendwie. Ergibt aus meiner Sicht philosophisch gesehen irgendwo Sinn. Ja, also, wer hat Schuld am Feuer? Eine Hauptschuld? Ja, Stefan, wie groß die ist, kann man sich kloppen. Ja, wie gesagt, ich schwanke persönlich so zwischen 53 und 65% und dem Rest würde ich ein Stück weit einfach so plus minus auf die gesamte Gruppe verteilen wollen. Möglicherweise noch einen etwas größeren Anteil auf Joe, weil er halt eben de facto so mehr oder weniger der Anführer gewesen ist. Und ja, einfach nur, weil ich mich vor der Einordnung nicht drücken möchte. Im Grunde möchte ich diese Einordnung nicht machen, aber ich werde gefragt, ich soll das unbedingt tun. Also habe ich es jetzt gemacht. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Ne? Daraufhin folgt der große Streit am nächsten Morgen. Der ist hässlich. Das haben wir schon drüber geredet, ja? Also ich finde weder die Du hast null Ahnung von Survival-Aussage besonders gelungen, noch die Du hältst jetzt mal die Schnauze besonders gelungen. Aber, das habe ich noch nicht gesagt, ich halte es auch für außerordentlich überhaupt nicht gelungen, dass Stefan so tut, als sei nichts gewesen und sich überhaupt nicht erklären kann, wie das auf einmal passieren konnte. Es ist ja wohl verdammt nochmal eindeutig, dass in dieser Situation mindestens 50% Schuld, mindestens, bei ihm liegt. Und er gibt ja dann am Ende, wenn er abgeholt wird, bei Fritz auch zu, dass man es so sehen könnte, als hätte er da irgendwo eine Mitschuld und später irgendwann in irgendeinem seiner Streams, die ich inzwischen nicht mehr so wirklich gerne verfolge, macht mir einfach keinen Spaß mehr. Es ist einfach jetzt nur noch Gemecker gefühlt und fühlt sich, das hat jetzt wirklich richtig Bad Vibrations für mich, so richtig. Toxische Atmosphäre nennt man das, glaube ich, heutzutage. Wie auch immer, jedenfalls gibt er da auch zu, dass er da auch auf jeden Fall eine gewisse Mitschuld dran trägt.
Und er hat sich aber damals bei der Gruppe da nie in irgendeiner Form irgendwie so getan oder irgendwie suggeriert, dass er irgendwie einsieht, dass er mit diesem Feuer jetzt was zu tun hat. Und auf irgendeine seltsame Art und Weise ist das Feuer wohl außer Kontrolle geraten. Ja, wenn man massenhaft Brennholz reinlegt, fängt es an zu brennen. Also das ist... Ja. Wie gesagt, die anderen hätten was sagen können. Man hätte vielleicht, übrigens, wenn der Flügel da nicht gewesen wäre oder der Flügel da anders gewesen wäre, wäre das trotzdem eine Brandkatastrophe geworden bei so einer großen Flamme. Ja, da hätte trotzdem sehr, 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 sehr viel schief gehen können. Wäre vielleicht auch sehr viel schief gegangen. Nur weil der Flügel, wenn der Flügel andersrum gewesen wäre, wäre überhaupt nichts passiert, ist ja auch falsch. Ja, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Das ist also hochgradig spekulativ. Es wird übrigens langsam kalt, was, wenn ich anfange, mich zunehmend hin und her zu wiegen, ist das den sinkenden Temperaturen geschuldet. Ich habe extra noch ein Westchen angezogen hier drunter, aber ja, gefütterte Gummistiefel, das wäre es jetzt. Ja, gemein, ich weiß. Gefütterte Gummistiefel an sich sind ja meiner Meinung nach trotzdem, das möchte ich vielleicht noch ausführen, ja. Grundsätzlich ist das schon eine Schuhwahl, die man machen kann. Es gibt auch Leute, wie gesagt, gerade in Skandinavien ist es durchaus nicht unüblich, dass die Einheimischen mit solchen warmen Gummistiefeln mit Profilsohle, also mit ordentlichem Trekkingprofil, gegebenenfalls auf Fersenstabilisierung und so weiter und so fort auf Wanderschaft gehen. Ja, das machen die ganz gerne und wissen halt, wie man mit den Latschen umgeht und schwitzen die nicht frühzeitig durch. Ja? Also ich glaube schon, dass der Stefan, was seine Schuhwahl angeht, zumindest am Anfang ein bisschen ein Opfer der unglücklichen Umstände, wie er mit seinen Schuhen umgegangen ist, wegen Desinfektion in vor Neuseeland. Und das ist übrigens wirklich notwendig, wurde ich auch gefragt, braucht man das wirklich? Muss man wirklich seine Schuhe waschen, bevor man nach Neuseeland geht? Ja, Phytophthora. Phytophthora-Pilze in Anführungszeichen neigen dazu, sehr, sehr gerne mal an Schuhsohlen kleben zu bleiben und die können ganze Landschaften verheeren. Gibt es viele schöne Beispiele auf vielen, vielen schönen Kontinenten, wo an bestimmten Naturschutzgebieten Schuhwaschstationen davor sind und wirklich so Zaun in der Mitte, Durchgang, im Durchgang Eimer, Schuhbürsten etc. und ein Hinweisschild inklusive Wache, je nachdem wo du da bist, die darauf achtet, dass du dir gefälligst die Schuhe putzt, bevor du da durchläufst, weil du halt Pilzsporen an den Schuhen haben könntest. Das ist eine realistische Gefahr. Das ist wirklich eine realistische Gefahr. Gerade wenn man isolierte Inseln ansteuert, kann das tatsächlich passieren. Nur weil ich das mal irgendwo zwischendrin gefragt worden bin. Also das ist überhaupt nicht übertrieben, dass die Neuseeländer wollen, dass man seine Schuhe vorher putzt. So, ja, also Gummistiefel, das geht schon. Solche Wandergummistiefel kann man schon wählen. War das jetzt in dem Szenario eine gute Schuhwahl? Nein, wissen wir ja jetzt. Ne? War es definitiv nicht. Aber grundsätzlich falsch, so weit würde ich nicht gehen wollen. Ja? Also wenn ich mich hier hin und wieder mal über Stefan Schuhwahl lustig mache, dann wirklich nur, weil es gerade jetzt ein Gag war, der mir an meinem bösen Hirn ja, gerade so eingefallen ist. Sagt mal, wenn Joe der Imperator ist, bin ich dann Darth Vader? Darf ich Darth Vader sein? Ja, wurde mir ja auch schon so ein bisschen unterstellt, dass ich hier Joe-hörig bin. Ich zweifle, bestreite ja gar nicht, dass ich den Joe ganz sympathisch finde. Ne? Überhaupt nicht, aber er gibt mir schon nicht vor, was ich erzählen soll, dass ich hin und wieder mal das sage, was er sagt oder zumindest als mögliche Erklärung das erwähne, was er sagt, liegt einfach daran, dass es teilweise ein sehr guter Erklärungsansatz ist, der mir plausibel erscheint. Ja? Ob ihr mir das jetzt glaubt, ist letzten Endes eure Sache. Es ist grundsätzlich immer im Internet so, ob du deinem Lieblings- oder Hass-Influencer jeweils glaubst oder nicht glaubst, was der so erzählt, ist halt letzten Endes eine Glaubens. Frage. Ich kann hier nicht für jede meiner Argumente irgendwie eine Quelle raussuchen und selbst wenn ich es tun würde, also erstens würde ich dann nur ein Video pro Monat machen und zweitens als Ein-Mann-Betrieb und zweitens weiß ich nicht, ob das der Qualität wirklich förderlich wäre. Wenn ich jetzt hier nur wissenschaftliche, super trockene Fachvorträge mit Klammer auf, Müller 2023, Klammer zu, bringen würde, ich glaube nicht, dass das irgendjemandem weiterhilft. Ja, haben wir davon abgesehen. Aber ja, hin und wieder ist mal nachfragen, was war denn da die Quelle, durchaus zulässig und kann ich auch hier und da mal verstehen. In diesem Fall jetzt vielleicht gerade nicht. Egal. So, ja, also, wo waren wir jetzt?
weiß ich es nicht mehr. Ja, also Stefan hat sich dafür nie entschuldigt für das Feuer oder für seinen Anteil am Feuer. Und dass das die anderen ausrasten lässt, wie gesagt, verstehe ich, dass er dann so ankommt und hier so mal einen kleinen Dokumentarfilm, ja, es hat gebrannt, kann ich mir auch nicht erklären, oh, ist jetzt irgendwie ein bisschen schlechte Stimmung. Ja, und dass es dann zur Eskalation kommt, das verstehe ich schon. Ja. Also Stefan zwar, auch wenn ich die Wortwahl von Joe und Joey wirklich nicht gutheißen kann, hätte ich dem Stefan an diesem Zeitpunkt auch vielleicht ein bisschen höflicher die Meinung gegeigt. Ja, aber an der Grenze zu unhöflich. Mindestens das. Ja, mindestens das. Und also kann die Reaktion der Gruppe hier an dieser Stelle vollkommen nachvollziehen. So, dann war ja irgendwo, weiß nicht, war das vorher, war das nachher, die Stefan jammert und meint, seine Reputation ist in Gefahr und deswegen drückt er jetzt den gelben Knopf. Situation. Also beziehungsweise er sagt ja zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er den gelben Knopf drückt. Er sagt, dass er das jetzt so, dass das so nicht weitergehen kann und dass Mobbing enorme Ausmaße erreicht hätte und er daher jetzt hier irgendwie was unternehmen müsste. Und ich dachte in diesem Moment, der lässt sich jetzt ein Messer und eine Säge geben und eine Rettungsdecke und haut ab in den Wald und vielleicht noch ein bisschen Schnur und was halt noch ein bisschen was aus dem Rettungswerkzeugkasten und leiht sich mal zwischendurch die Axt. Sowas wäre ja möglich gewesen. Bei meinem ersten Beitrag zur diesigen Staffel, jetzigen Staffel, hat jemand genau das in die Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den angepinnt. Ich wollte den eigentlich mal anpinnen. Vielleicht habe ich es auch vergessen, aber der war hervorragend. Das war nämlich, es wäre von vornherein am besten gewesen, sobald die Gruppe sich entscheidet, wir bleiben beim Flugzeug und wir bleiben beim Flugzeug. Dass der Stefan dann, wäre für alle Beteiligten wäre das super gewesen, dass der Stefan dann sagt, ey, guck mal, ich, Survival-Experte Stefan, gebt mir ein Messer, gebt mir, wenn ihr dann sie mal entbehren könnt, die Säge, leiht mir die Axt, gebt mir eine Rettungsdecke, ein bisschen Schnur und ich hau ab in den Wald und zeige euch mal, wie man da ein Waldlager errichtet und wie man da Feuer bohrt und was ich, wie man Possums mit der Hand fängt und was er da sonst noch so alles vorhatte und wie man mit Feuerbällen aus den Augen und Blitzen aus dem Arsch die Engländer zurück nach Wales, bestimmt nicht, aber zurück nach London treibt und solche Sachen. Ja? Das wäre von Anfang an die beste Entscheidung gewesen, sobald sich da ein gewisser Stefan, kann ich damit leben, dass am Flugzeug geblieben wird, Szenario angebahnt hat. Das wäre von Anfang an, glaube ich, wirklich am besten gewesen. Da hätte er auch nicht riskieren müssen, seine Reputation zu verlieren, so dann seine Reputation auf tatsächlichen Fähigkeiten beruht. Weil dann hätte er da zeigen können, dass er über Fähigkeiten verfügt. Denn rein sachlich, ja, ob man jetzt Stefan mag oder nicht, auch wenn man den Stefan ganz super sympathisch findet, was ja völlig in Ordnung ist, selbstverständlich, ja, absolut, den darf man total gern haben, finde ich auch gar nicht völlig überzogen, wenn das bei jemandem der Fall sein sollte, überhaupt nicht. Ja. Aber was sehen wir, was Stefan kann? Stefan kann rumlaufen, das kann er relativ gut. Ja, er bewegt sich im Gelände sicher fort, das ist eine wichtige Fähigkeit, auch für Survival. Zweitens, der Stefan kann, als er dann nach der Aussprache anfängt, eine Menge Holz zu machen, er kann schnell, effizient, gut Holz machen. Hat da offensichtlich viel Erfahrung. Ja, kriegt das besser hin als ich, würde ich behaupten. Ja. Auf jeden Fall, ja, doch. Er kann schnell und effizient Gras sammeln. Ja, das hat er auch sehr flott und große Mengen innerhalb relativ kurzer Zeit. Wahrscheinlich mehr als die meisten der anderen Teilnehmer, hat da nicht einen vollkommenen Überblick, wer da jeweils wie viel gesammelt hat, Gras organisiert. Sehr gut. Ja? So, ansonsten kann er sich von der Gruppe isolieren, scouten, worüber wir uns streiten können, ob das nützlich ist, wurde zumindest in diesem Zeitpunkt nicht als prioritär vom Rest der Gruppe angesehen. Ich persönlich halte es in dieser Situation auch nicht für besonders sinnvoll. Das hätte man dann später noch machen können. Beziehungsweise der eine Scoutgang, den er da am Anfang gemacht hat, der war ja vielleicht noch gerechtfertigt. Das Timing war scheiße und er hätte sich abmelden müssen. Ja, aber da kann man schon am Anfang scouten gehen. Das ist auch was, worüber viel diskutiert worden ist bei mir in den Kommentaren, weil ich ja gegen Scouting bin. Beziehungsweise sage, auch in meinem allerersten Beitrag, der da mit der großen Spoilerwarnung gekennzeichnet ist, dass ein Naturwissenschaftler, der sich mit der Thematik auskennt, da nicht scouten muss, weil er mit einmal neben dem Flugzeug stehen und diesen hier machen und sondieren schon alles sieht, was er über die Landschaft wissen muss. Ich kann das. Ja,
große Klappe, aber ich kann das. Ich kann in einer Landschaft einigermaßen schnell lesen, mit welchen Ökosystemtypen habe ich es hier zu tun, mit welchen Ressourcen muss ich da jeweils rechnen, wie stehen die Chancen, dass ich hier irgendwo, wenn ich jetzt weiter weglaufe, noch irgendwas Interessantes finde. Das kann ich alles wirklich mit einmal umdrehen und ein bisschen überlegen. Ja, zugegeben, so 3, 4, 5 Minuten brauche ich da auch, aber ich brauche da nicht rumlaufen. Ich kann das wirklich einschätzen. Und jetzt gehe ich davon aus, dass der Joe als größter Survival-Nerd unseres Landes, ja doch, also die Bezeichnung musst du dir gefallen lassen, im Positiven wie im Negativen, ne? das bestimmt auch beherrscht, zumindest ein bisschen, mindestens auch sehr, sehr gut, würde ich behaupten wollen, ja. Tatsächlich ist Vegetationsanalyse, Landschaftsanalyse, was wächst wo, wieso wächst es da, was sind da für Standorte und so weiter und so fort. Das ist fortgeschrittene Vegetationskunde und ich bin verdammt nochmal der letzte Tüxen. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich gar nichts. Ja? Dieses Fachgebiet hat mein Großvater quasi begründet in Deutschland. Ja, also das kann ich wirklich. Also so viel Selbstvertrauen muss dann doch da sein. Und ja, nichtsdestotrotz, man kann das, ja. Jetzt wissen wir natürlich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und deswegen möchte ich meine Anfangsaussage, das einmal umgucken für jemanden, der sich da auskennt, ausreichen würde als Erkundung, möchte ich dahingehend wieder revidieren, dass ich dachte, die Teilnehmer wüssten, dass sie regelmäßig Koffercodes kriegen und die Koffer quasi nur auf dem Wege mit den Koffer, also mit den Kofferfunksprüchen, diese Kassetten und so weiter und so fort zu finden sind. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt aber wohl doch noch nicht so ganz, sagt der Fritz. Das heißt, sie hätten auf die Idee kommen können, dass vielleicht irgendwo noch irgendwelche Goodies versteckt sind und man mit Scouten dann diese Goodies vielleicht findet. Und wenn man das jetzt weiß als Hintergrundwissen, was ich eben, als ich damals diese Aussage getätigt habe, Scouten ist da unnötig in diesem Szenario, wenn man das jetzt weiß, dann verstehe ich auch, dass ein bisschen Scouten vielleicht dann doch ganz sinnvoll gewesen wäre. Aber nur aus diesem Grund, weil da vielleicht eben noch anthropogene Goodies versteckt sind. Gleichfalls hätte ich eben auch deswegen gesagt, dass man nicht scouten braucht, weil man sicher sein kann, dass im Szenario von Seven vs. Wild dann nicht irgendwo eine Hütte stehen wird. Wäre man da wirklich irgendwo im Nirgendwo abgestürzt und keine Ahnung hat, wo man ist, dann ist rumlaufen und gucken, ob man einen Strommast findet, eine Stromleitung findet, einen Weidezaun findet, der möglicherweise zur Zivilisation führt und man aus eigener Kraft da möglicherweise einfach weglaufen kann. Man abgesehen davon, dass grundsätzlich, wenn du mit einem Fahrzeug, Flugzeug, Boot etc. gestrandet bist, stay bei deinem Vehikel oder so ähnlich. Ganz wesentliche Regel, wenn du mit irgendeinem Fahrzeug verunglückt bist, bleib da. Das Fahrzeug wird erheblich leichter gefunden als du, wenn du irgendwo irgendwo im Nirgendwo herumstapfst. Das ist also schon eine ganz wesentliche Sache. Wenn man aber sicher ist, dass keine Rettung kommt, aus welchem Grund auch immer man das weiß, nehmen wir mal an, man weiß es, dann muss man nach Rettung suchen und dann ist natürlich Fortbewegung bzw. Scouten und die Umgebung nach nützlichen Zivilisationsüberbleibseln zu durchsuchen selbstverständlich sinnvoll. Ja, da hat man mich einfach falsch verstanden, glaube ich, in vielen Fällen. Für ein Seven vs. Wild-Szenario, bei dem man weiß, dass der Fritz in der Orga hockt und sicherlich verhindert hat, dass da nebendran ein McDonald's ist, 2 Kilometer neben der Aussetzungsstelle, gehe ich sehr davon aus, dass es sich dann nicht lohnt. Wenn man dann eben weiß, dass man an die Gepäckstücke auch anderweitig rankommt und sie selbstständig zu suchen wahrscheinlich nicht wirklich zum gewünschten Ziel führen würde, ne, beziehungsweise Energie, riskanter Energieeinsatz wäre und so weiter und so fort. Ne? Also das nochmal zur Erklärung mit dem Scouting, weil das einfach nochmal viel nachgefragt worden ist. Das heißt, Stefans Scoutereien waren so gesehen dann vielleicht doch nicht ganz nutzlos, das möchte ich ihm jetzt zugestehen. Zumindest solange man noch nicht wusste, wie das mit den Funksprüchen und so weiter und so fort funktioniert. Die späteren Rundgänge, um dann das Feuer bohren, was zu diesem Zeitpunkt, habe ich ja schon ausgeführt, aus meiner Sicht überhaupt nicht prioritär und meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Also mindestens nicht prioritär, wahrscheinlich sogar völlig unnötig. Das wiederum ist ein Fehler, beziehungsweise ist einfach unnötig. Fehler ist das falsche Wort, aber schlechtes Prioritätenmanagement, so könnte man es, glaube ich, denke ich, nennen. Das ist besser als Fehler. Ja,
Hat er ein Possum gefangen? Nö. War sein Jagdausflug erfolgreich? Nö. Wie hoch war die Chance, da ein Possum zu fangen? Nö. Da sind keine, schlicht und ergreifend. Da liegen ja diese Rattengiftköder aus und das hat man auch im Briefing mitbekommen können. Fritz hat das gesagt. Also selbst wenn sie, also laut Angabe von Fritz, sollten sie gar kein Possum jagen gehen. Dass der Stefan also auf die Idee kommt, Possum jagen zu gehen, ist im Grunde auch ein Fehler, weil das wäre ja möglicherweise dann mit Rattengift belastet gewesen. Joe sagt zwar, dass das beim lebendigen Possum kein Problem gewesen wäre. Da habe ich keine Ahnung, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Aber zumindest zu dem Zeitpunkt hätte aus Stefans Sicht der Hinweis vom Fritz, dass man da kein Possum jagen soll, ja eigentlich gelten sollen. Hat er dann wohl nicht mitbekommen oder irgendwie wieder vergessen gehabt oder sonst irgendwie. Werden wir wahrscheinlich auch nie so hundertprozentig erfahren. Weiß ich nicht, ob er sich dazu mal geäußert hat. Es gibt da dieses Video, wo er sich und über uns Akademiker ein bisschen lustig macht, weil wir sagen, Rosen gibt es nur am Bach. An der Stelle, wo wir uns bei Seven Roses Wild befinden, gibt es Rosen nur am Bach. Da sind keine Rosen am Hang, weil es anderswo, ein Bergtal weiter, wo nicht so viel Rotwild unterwegs ist und alles niederfrisst oder auch keine Merino-Schafe unterwegs sind und alles niederfressen, dass es da dann auch Rosen weiter oben am Hang gibt oder in den Bergen gibt, das hat ja niemand bezweifelt. Ja, das ist also der wesentliche Unterschied. An dieser Stelle gibt es Rosen nur am Bach. Damit auch nur Hagebutten, im nennenswerten Umfang nur am Bach. Vielleicht findest du irgendwo, Hugo hat ja auch irgendwo weiter oben noch einen entdeckt, glaube ich, oder Joe hat irgendwo weiter oben noch einen entdeckt. Vielleicht findest du da noch 2 oder 3 oder 4 Stück, aber mehr auch nicht. Daher ist es tatsächlich korrekt, wenn man sagt, dass es da oberhalb in den Bergen keine Hagebutten gibt. Wenn Uwe später Uwe ist später mal irgendwann oben in den Bergen unterwegs, aus Gründen, Mini-Spoiler, da gibt es auch keine Hagebutten. Ja? Also das ist schon richtig, an dieser Stelle, da wo sie ausgesetzt sind, sind Hagebutten nur am Fluss. Es hilft dir ja nichts, dass es irgendwo anders auf Neuseeland anders aussieht, wenn du da halt nicht bist. Das Gleiche, wenn jemand im tropischen Teil der Nordinsel ganz einfach Opossums aus Baumhöhlen, die es so übrigens auch nicht gibt, am Lindespass, herauszieht, in einem Gebiet mit viel höheren Possum, meine Güte, Hirn, es ist ja wieder so eine Rhizom-Geschichte hier, ne? Spross-Metamorphosen-Geschichte. Meine Güte, peinlich. Possum, nicht Opossum. Opossum, Südamerika, Possum, Australien und invasiv in Neuseeland. So, gut, jedenfalls, Possumjagd, ne? Das ist halt eben das. Da sagt der Stefan irgendwas in seinem entsprechenden Video. Ich hatte überlegt, ob ich das mal zerreiße, aber ich habe es dann gelassen, des lieben Friedens willen. Die Akademiker sagen, man könne Possum nicht mit der Hand fangen. Das stimmt so nicht. Und es gäbe da kein Possum. Und hier habe ich das Gegenteil. Dieses Video beweist, in Neuseeland ist alles voller Possum. Weil es an einer Stelle von Gesamtneuseeland einen Typ gibt, der ein Possum mit der Hand fängt, du das im Video gesehen hast und jetzt kannst du das automatisch auch. Jetzt hast du automatisch den Jagdskill übernommen. Das ist so dämlich, dass mir wirklich das große Kotzen kommt, ganz ehrlich. Ja, dann kann ich mir auch ein Video angucken von der Weltmeisterin in Leichtathletik oder was auch immer, die einen dreifachen Flickflack hinlegt. Kann ich das jetzt, weil ich ein Video dazu gesehen habe? Ja, wenn ich sehe, wie irgendjemand auf einem grönländischen Inlandei Schlittschuh laufen geht, kann ich jetzt in Saudi-Arabien das mal eben nachmachen? Geht das, weil ich das in einem Video gesehen habe? Es ist schlicht und ergreifend wirklich unglaublich blöd. Entschuldigung, ich sage nicht, Stefan ist blöd. Es ist ein blödes Verhalten, wenn man aufgrund dessen, dass man ein Video gesehen hat, jetzt denkt, man könne das auf ein gesamtes Land, das ein bisschen größer ist als das Gebiet, was in diesem Video abgedeckt wird, einfach mal so ohne weitere Faktoren, die da möglicherweise eine Rolle spielen könnten, übertragen. Ja, das ist wirklich, wirklich blödes Verhalten. Ja, so. Ja, und dann beschließt der Stefan also, nachdem er uns gezeigt hat, was er kann und was er versucht hat, aber nicht konnte, dass es jetzt für seine Reputation besser wäre, das Knöpfchen zu drücken und als Elite-Soldat, der gewissen gehänselt worden ist, keinen Bock mehr zu haben und nicht mehr mitspielen zu wollen. Ja? Grund, den er später dafür angibt im Stream, da gibt es reichlich Clips im Internet, die dieses Zitat zeigen, ist:
Ich hatte mich vom Mindset her so sehr auf Gruppensituationen eingestellt, dass es für mich nicht in Frage kam, das Solo durchzuziehen. Ja, also der Elite-Soldat, der leider die Mission abbrechen muss, weil sich sein Mindset nicht ändern ließ. Weil sein Mindset nicht flexibel genug gewesen ist, um eine Änderung der Lage vor Ort zu akzeptieren. Das verstehe ich einfach nicht. Ja? Also ich möchte wirklich so fair bleiben wie irgendwie möglich. Ich möchte dem Stefan nichts Böses unterstellen, was ich nicht belegen kann. Ich möchte mich nicht unbedingt bei den Leuten anschließen, die meinen, war der Stefan überhaupt Elitesoldat? Dass er bei der Bundeswehr war, wahrscheinlich, was er da gemacht hat, er war da 4 Jahre. Reicht 4 Jahre, um Elitesoldat zu werden? Weiß ich nicht, vielleicht war das in den 90ern anders. Ich war erst nach 2000 bei dem Verein. Und ja, keine Ahnung. Kann ich nicht abschließend beurteilen. Dann war er irgendwie Bergführer oder irgendein Bergextremsportler gedöns. Dazu gibt es auch keinerlei Belege, keinerlei Bilder. Und die 100 ähnlichen Touren, die er nach eigener Aussage, wie jetzt hier das Seven vs. Wild-Szenario schon gemacht hat, hunderte solcher Touren, nicht eine einzige davon hat er wohl eine Kamera dabei gehabt. Es gibt auf seinem Kanal schlicht nichts, was irgendwie in die Richtung gehen würde. Es gibt, soweit ich mich erinnere, ich habe früher relativ viel Stefan-Zeugs geguckt, gibt es mal eine recht harte Übernachtung auf einem Berggipfel bei relativ miesem Wetter und unzureichender Ausrüstung, die er mit relativ gutem Durchhaltevermögen und Leidensfähigkeit ganz gut übersteht. Vielleicht ist auch das der Grund, weshalb er sich für einen Kältespezialist hält. Übrigens davon, dass er ein Kältespezialist ist, hat er auch nichts gezeigt. So kalt war es da nicht. Minus 5 Grad ist jetzt keine unglaublich lebensfeindliche Temperatur, bei der jedes gleich warme Lebewesen sofort tot umfallen müsste, sofern es Kleidung trägt. Und dafür hat er in vielen Szenen dann doch ganz gut gefroren. Allein in Nacht 1, die er ja überhaupt nicht geschafft hat, irgendwie durchzuhalten, nachdem wir später sehen, dass er doch fast in den Schlafsack reinpasst. Ob er den ganz zubekommt, ist ein anderes Thema, aber zumindest als gute Decke taugt er. Und wenn man dann zum Beispiel seine Klamotte obenrum, diesen Anorak oder was er da hat, auszieht und das dann nochmal oben drüber stülpt, über Schlafsack und Stefan, dann wäre das zum Beispiel auch eine ganz gute Möglichkeit, die Lücke, die da zwischen Stefan, der nicht hundertprozentig in den Schlafsack, wirklich nicht hundertprozentig wahrscheinlich reinpasst, aber fast, das könnte man dann auf diesem Wege noch ganz gut ausgleichen, weil der Schlafsack an sich ist sehr warm. Das ist ein guter Schlafsack und von der Länge her reicht der auch. Ich glaube, der ist bis 1,70, 1,75 Körpergröße. Der Schlafsack selber ist, glaube ich, 1,80 und da sollen dann, normalerweise zieht man da immer 10 cm ab, das heißt, bis 1,70 große Personen passen da rein. Stefan ist wohl 1,65, das heißt, der müsste da also von der Länge her einigermaßen reinpassen, dass er zu breit ist, okay, das sei ihm gegönnt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Erwachsener ist halt normalerweise ein bisschen breiter als ein Heranwachsender, der zum Beispiel ich war mit 14, spätestens mit 15 ausgewachsen und ein ziemlicher Lulatsch, weil da noch ein bisschen Breite nachwachsen musste. Ja, und das ist in Ordnung. Ja, das kann ja gut sein. Das möchte ich ihm ja gar nicht absprechen. Und ja, aber vom Kältespezialist habe ich wirklich überhaupt nichts gesehen. Also gar nicht. Auch nicht mit den Schuhen und mit den ewig kalten Füßen. Und er war scheinbar doch die ganze Zeit am Frieren. Und wenn dann mal ein Feuer ging, dann saß er daneben dran und dann war ihm mal zwischendrin wieder warm. Aber nee, also ich habe wirklich nichts gesehen. Also vielleicht gibt es irgendwelche Szenen, wo er zeigt, dass er ein Kältespezialist ist. Vielleicht habe ich das einfach übersehen. Ja, also bitte, wenn ihr da gerne den Stefan verteidigen wollt, dann könnt ihr das in den Kommentaren selbstverständlich sehr gerne tun. Solange ihr jetzt mich nicht beleidigt oder Joe nicht beleidigt oder sonst irgendwen nicht beleidigt, habe ich da überhaupt kein Problem damit, wenn ihr mir aufzeigt, wo ich hier offensichtliche Fähigkeiten des Stefan vollkommen übersehen habe, die er gezeigt hat. Ja. Und ansonsten, also neben den genannten Dingen, die er tatsächlich gezeigt hat, hat er erkundet, hat er Vorschläge gemacht, die zum Teil, also in den Wald ziehen ist ja eine Option, das habe ich ja auch schon dargelegt, das kann man schon machen, das ist alternativ, das ist meiner Meinung nach nicht besser, aber man kann das schon machen, das geht, ja. Das hätte er zeigen können, hat er nicht wollen, ja? Hat er sich nicht dazu in der Lage gefühlt. Sei es durch mentale Gründe, sei es durch, eigentlich kann ich das gar nicht, das wissen wir nicht, das werden wir nie erfahren, weil war ja nicht. Ne? Und tja, ich weiß nicht, also in der Generation, die Stefan, der Stefan angehört, der ich noch so randmäßig angehöre, ist
aufgeben wegen, die anderen waren böse zu mir, ist nicht so gebräuchlich, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt auch nur überhaupt nicht auf den jungen Leuten rumhacken. Überhaupt nicht. Ja, gar nicht. Habe ich schon mal hier und da mal ein bisschen getan. Das ist halt einfach nur mal was, was man dann mit über 40 halt mal irgendwann anfängt. Bestimmt. Ja, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Und das ist auch schon immer so gewesen. Es gibt da ja dieses berühmte Zitat von Sokrates zu: Die Jugend lässt es an sämtlichem Respekt mangeln, terrorisiert ihre Lehrer, hat ein furchtbares Benehmen und ist ganz schlimm. Ich kriege den genauen Wortlaut nicht zusammen, vielleicht suche ich es raus und schreibe es euch mal hin. Und dieses Zitat, das ist total lustig, wenn du das irgendwo hinschreibst, unter irgendeinen Kontext von jungen Menschen, die sich gefühlt aus der Sicht alter Menschen daneben benehmen, dann stimmen dem alle zu, alle älteren Leute, und dann deckst du auf: Sokrates, so und so viel 1000 vor Christus. Ja, mindestens 2. Ich weiß nicht genau, wann Sokrates so unterwegs war, aber 2000 Jahre bestimmt vor Christus. Glaube ich. Oder 1000? Ach, ist auch egal. Jedenfalls lange her. Und das galt damals schon. Und das ist einfach etwas, was der Menschheit grundsätzlich gegeben ist, dass junge Leute mit, alte Leute mit jungen Leuten nicht immer ganz einverstanden sind und gefühlt junge Leute Waschlappen sind und wir alle viel härter. Das ist immer, ja, das ist ein Generationending, das gibt es, seit es die Menschheit gibt, und natürlich erzähle das auch ich und ich fühle das auch, würden junge Leute sagen. Allerdings weiß ich halt auch, dass das wahrscheinlich False Balance oder Bias bedingt durch ein Erleben eines gewissen Alters so ist. Andererseits, wenn du dir zum Beispiel anguckst, bei allem Respekt vor Hugo, Hugo ist super, ich mag Hugo. Wenn du den in die Natur setzt, ist der schon nicht in seinem Element. Wenn du das mit irgendjemandem meiner Generation gemacht hättest, dann wäre er zumindest einigermaßen klargekommen. Und alle Leute, die ich kenne, sind damals mit mir im Wald unterwegs gewesen, die mit mir aufgewachsen sind. Und nicht, weil ich der große Waldzampano war, sondern weil wir alles große Waldzampanos waren. Ne? Da hatten wir alle gleich viel Ahnung vom Grünzeug. Vielleicht ich einen Hauch mehr durch Vater, aber auch nur einen Hauch. Ich habe ja meistens nicht zugehört, wenn er mir da was erklären wollte, was ich ja heute unendlich bereue. Aber man ist halt jung und was der Vater erzählt, ach, der Alte wieder. Na, tja, blöd. Das ist das Problem. Man muss erst alt werden und dann möglicherweise Leute im Leben verlieren, von denen man noch hätte viel lernen können, bis man alt genug ist, um zu begreifen, dass man von den Leuten, als man noch jung war, hätte viel lernen können. Weil wenn man jung ist, weiß man das noch nicht. Das ist das große Dilemma. Ja? Aber ja, das erzähle ich bestimmt niemandem, der das nicht schon selbst rausgefunden hätte. Gut, ja. Also ich verstehe wirklich nicht, warum der da den Schwanz einzieht. Ja, das ist es. Also ich sage das jetzt ganz deutlich, aus meiner Perspektive zieht Stefan den Schwanz ein und nutzt nicht die Gelegenheit zu zeigen, dass er irgendwas drauf hätte, sondern stattdessen geht er nach Hause. Und seitdem, ich hätte dann zumindest erwartet, dass jetzt Videos kommen, wo Stefan zeigt, was er denn alles drauf hat, dass er jetzt in Deutschland irgendeine krasse Tour macht. Hat er nämlich in der Vergangenheit, wie gesagt, habe ich das auch nicht gesehen. Jetzt ist es völlig in Ordnung, wenn du keine krasse Tour machst. Ich mache auch keine krassen Touren. Ja? Ich habe auch keinen Bock zu hungern, bekanntermaßen. Und habe nur so ein paar kleine Survival-Spielereien hin und wieder mal hochgeladen. Ja? Und würde mich aber auch niemals als Survival-Experte darstellen. Und übrigens auch nicht behaupten, dass ich bei Alone quasi schon genommen bin. Das ist ja auch noch so was im Internet rumgeht bezüglich Stefan, dass er halt irgendwie, er hat sogar ein Video gemacht, wo er jetzt gerade absagt, dass er bei Alone in Amerika teilnehmen möchte. Zumindest kommt das so rüber. Und er hat auch nicht dementiert, dass es sich um Alone gehandelt hätte. Also da soll wohl gerüchtemäßig jetzt das so aussehen, als hätte er eine Zusage für Alone in den USA bekommen. Als einziger Ausländer, der jemals irgendwann bei Alone mitgemacht hat, war Stefan in der engeren Auswahl, da teilzunehmen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann wurde spekuliert, ob er vielleicht Alone Deutschland gemeint hätte. Hat er vielleicht auch so ein bisschen angedeutet, als wäre es Alone Deutschland gewesen. Und das wiederum kann ich mir dadurch erklären, dass auch ich eine Mail gekriegt habe von Alone Deutschland, also der Firma, die Alone in Deutschland produziert, also die deutsche Alone-Staffel, die hat ja auch in Kanada gespielt, aber wurde halt von Deutschland aus organisiert. Und auch ich habe eine Mail gekriegt, dass man mich gefragt hat, ob ich mich nicht bewerben möchte. Und diese Mail klang, die war vermutlich vorproduziert und die haben wahrscheinlich auch andere Leute bekommen, klang im ersten Moment so, als hätte ich gute Chancen, da mitzudürfen, so ich mich dann einigermaßen brauchbar bewerbe. Ich habe dann recht schnell begriffen, dass es dann wirklich nur darum geht,
Sie hätten gern meine Bewerbung und ich habe gute Chancen, dass Sie meine Bewerbung wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Das ist aber auch schon alles. Das war also noch längst keine Zusage, wir nehmen dich mit, solange du überhaupt Bock hast. Sondern du bewirbst dich, dann gibt es ein Trainingscamp, da gibt es so quasi ein Auswahltraining, dass du zeigen kannst, was du so draußen drauf hast, dass du zum Beispiel Feuer bohren kannst etc. Das kann man bei ein paar Staffeln von America Alone sehen, dieses Auswahlcamp oder zumindest Szenen daraus, wo die dann halt eben zeigen müssen, dass sie tatsächlich Outdoor-Profi sind, weil zu Alone werden ja nur Profis zugelassen. Oder zumindest so gut wie Profis, eine schöne Auswahl. Also spätestens bei den späteren Staffeln sind das absolute Top-Leute, die da unterwegs sind. Und ja, bei der deutschen Staffel, keine Ahnung, wie sie da genau die Kandidaten ausgewählt haben, das weiß ich nicht, da stecke ich nicht dahinter. Aber der Martin Linke, glaube ich, hoffe, das ist richtig, wenn nicht, große Sorry, hat übrigens interessanterweise prophetisch ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Ranking der Seven vs. Wild Teilnehmer und hat in seiner persönlichen Liste die meisten Leute relativ gut eingeschätzt und überraschenderweise den Stefan auf Platz 5 gesetzt, also auf das gleiche Niveau von Julia, weil er davon ausgegangen ist, das wird relativ deutlich in dem Video, ich glaube, das ist jetzt keine Unterstellung, wenn ich sage, dass der Stefan quasi für ihn eine Luftpumpe ist. Und aus verschiedenen Gründen er den Stefan eben auf die 5 setzt und ihm so 3 Tage gibt. Höchstens 5. Tja, prophetisch. Ne? Vielleicht kann man jetzt sagen, ja gut, aber ganz andere Gründe, dass er ausgeschieden ist. Der ist ja nicht ausgeschieden, weil es ihm irgendwie zu hart gewesen wäre. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht abschließend, ob das eine Rolle gespielt hat. Sagen tut er das natürlich nicht. Ne? Sondern er ist nur ausgeschieden, weil sein Mindset gestört worden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, wie gesagt. Ja. Aber gut, das ist jetzt letzten Endes zwar höfliches, aber doch Rumgenörgel am Stefan. Das gebe ich ja zu, dass es das ist. Ich bin einfach enttäuscht darum. Ich hätte erwartet, nachdem ich ja viele von Stefans Videos auch gut finde, bis heute finde ich die immer noch gut und auch ein Stück weit, ja, ich habe das halt geguckt, als ich selber noch ein winzig kleiner Kanal war. Und also winzig klein. Ich bin ja nach wie vor kleiner als Stefan. Kann ich mit leben im Übrigen, völlig. Aber habe inzwischen mehr Aufrufe. Also jetzt nicht, jetzt durch Seven vs. Wild natürlich. Aber davor hatte ich dann tatsächlich sogar mehr Aufrufe als Stefan, auch wenn der mehr Abonnentenleichen hat. Es ist halt so, niemand hat so viele Aufrufe, wie er Abonnenten hat, zumindest nicht, wenn er schon lange YouTube macht. Ja, das sind die allermeisten Abonnenten, die wir alle haben, sind Abonnentenleichen. Deswegen ist das halt so ein kleiner interner Gag, dass man bei der Abozahl gerne von Abonnentenleichen spricht. Ist nicht böse gemeint. Diejenigen, die aktiv zugucken und gegebenenfalls vielleicht den Abo-Button gedrückt haben oder auch nicht, ehrlich gesagt, ist mir ziemlich egal, brauchen sich da selbstverständlich nicht angesprochen fühlen. Aber ja, es gibt jeder Kanal durch die Bank hat Abonnentenleichen sozusagen. Ja, wie auch immer. Ich bin auch einfach enttäuscht. Ich hätte von Stefan gerne gesehen, was der jetzt kann. Weil ich mich ja schon oft auch hin und wieder auch wirklich gefragt habe bei seinen anderen Videos eben, ja, das ist ja alles ganz cool. Ja, was kannst du denn noch so? Ja, bist du denn so der krasse Typ, als den du dich gerne darstellst? So ein Macher, so einen, der nicht nur labert, so wie ich. Ja? Und so wie sich das momentan jetzt gerade darstellt, bist du genau wie ich. Du laberst. In meinem Fall ist das mein Beruf. Was für eine Ausrede hast du? Ja, das ist jetzt böse, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Warum zeigst du nicht was? Ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe immer gedacht, Stefan ist so das Gegenteil von mir. Ich bin der krasse Theoretiker, er ist der krasse Praktiker. Vielleicht sind wir auch beides Theoretiker. Weiß ich nicht. Ja, also ich verstehe es einfach nicht, aber nichtsdestotrotz, um hier mal langsam zu einer Konklusion zu kommen. Ab jetzt ist der Team-Spirit wiederhergestellt. Das ist natürlich blöd. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn das mit einer einvernehmlichen Lösung geklappt hätte oder mit einem Stefan macht sein Ding. Ja, und wo er dann auch wirklich gezeigt hätte, wie Survival geht, wie Einzel-Survival geht. Ja, weil trotzdem rein von dem Skill, den man ihm zumindest unterstellen kann oder den er selbst in sich sieht oder den man vom Ruf von Stefan vermuten dürfte, wäre er ja in der Lage gewesen, sein Ding zu machen. Denn was hätten wir für eine spannende Staffel bekommen, wenn wir die Gruppe am Flugzeug hätten und Stefan in den Wäldern?
Das wäre ja super spannend gewesen. Und dass uns das entgeht, das ist so schade. Oder halt eben ein Stefan, der sich in die Gruppe integriert und andererseits, wenn das dann weiter für Stress sorgt, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ja. Also ich bin wirklich dankbar. Ich habe ja die anderen Folgen schon gesehen, also soweit das auf Amazon geht. Und ich bin wirklich dankbar und ich glaube, das darf ich spoilern, dass Toxizität innerhalb der Gruppe, seit Stefan weg ist, keine Rolle mehr spielt. Also so gar keine. Also da wird nur noch respektvoll miteinander umgegangen. Es wird auch mal ein kleines bisschen gestritten, aber auf respektvoller Ebene. Und ich kann da von Bad Vibrations überhaupt nichts mehr bemerken. Ich denke, dieser kleine Spoiler dürfte hoffentlich erlaubt sein. Ja, und ihr seht, die Sonne lässt mich im Stich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das waren meine paar Worte, paar viele zu den Folgen 5 und 6. Klar hätte man jetzt noch ein paar andere kleine Details ansprechen können, aber ich wollte jetzt einfach mal die übertrieben lange Laufzeit dieses Beitrags nutzen, um jetzt mich mal vollständig zu positionieren, was die ganze soziale Komponente da und so weiter und so fort angeht. Ja? Gut, das kann man jetzt ganz furchtbar schlimm finden. Ist halt ehrlich, ja. Das muss man mir selbstverständlich auch jetzt hier nicht glauben, aber das ist halt meine ehrliche Einschätzung. Ich habe bei den anderen Staffeln auch immer gesagt, was ich da ehrlich von halte. Habe auch ganz öffentlich gesagt, dass ich zum Beispiel Ottos Arbeitsverweigerung in Staffel 2 nicht gut gefunden habe. Ich habe dann ja auch relativ offensichtlich auch gesagt, dass ich den Survival Squad in Kanada für eine ziemliche Enttäuschung gehalten habe in Anbetracht dessen, wir laufen 300 Kilometer durch die Wildnis von Kanada, 14 Tage später oder 12 Tage später und 50 Kilometer, oh, wir müssen abbrechen, das war's. Ja, außerdem wollten sie laufen, nicht Bötchen fahren. Okay, aber lassen wir das. Und dann hinterher waren sie noch zufrieden mit ihrer Leistung. Ja, die haben sich ja beide hingestellt und das war ein krasses Abenteuer. Das haben wir richtig gut gemacht. Ja, wir haben ein Sechstel der geplanten Strecke zurückgelegt. Das haben wir richtig gut gemacht. Ja, das hat mich damals auch schon total aufgeregt. Und ich werde auch in Zukunft, wann immer mir was nicht passt und ich da einigermaßen begründen kann, warum mir das nicht passt, durchaus auch dazu stehen, dass mir das da nicht passt. Und Stefans Ausscheiden wegen Team Spirit passt ihm nicht. Außerdem, wann bitteschön war sein Mindset, das habe ich auch noch nicht verstanden, so ein letztes noch. Ja? Was ich wirklich nicht verstanden habe, er sagt ja, er ist aufgrund seines Mindsets, das 100% auf Gruppe eingestellt war, nicht selber alleine solomäßig, hat er nicht weitergemacht. Wenn aber doch sein Mindset so 100%ig auf Gruppe, so totaler Teamspirit eingestellt gewesen ist, warum hat er ab Tag 1 angefangen, sich immer wieder auch selber von der Gruppe zu isolieren? Das kapiere ich nicht. Wie passt das zusammen, dass er 100% auf Gruppe eingestellt gewesen ist? Aber ja, wie gesagt, ganz viele offene Fragen, die ich nicht verstehe, die mir auch bestimmt niemand beantworten kann, weil Stefan selber wird es wahrscheinlich nicht machen. Und seine Community wird es vielleicht versuchen. Und vielleicht kommt da ja auch was Brauchbares bei rum. Und wenn nicht, sterbe ich halt dumm. Oh, das mache ich sowieso. Ich hoffe nicht allzu dumm, aber mindestens ein bisschen dumm. Also, macht's gut, bedanke mich. Und hört man eigentlich das Kirchengebimmel im Hintergrund? Also ich bin ja kein besonders begeisterter Anhänger der selbigen Organisation, aber das gute alte Glockengeläut bei uns um 17.23 Uhr, na, da wird irgendeine Veranstaltung sein. Aber das ist schon immer wieder was Schönes. Ne? Bin hier übrigens groß geworden auf diesem Acker, plus minus, ne? Auch manchmal nebendran, aber ist mein Heimatacker. So, Streuobstwiese, genau genommen. Aber das wusste ich damals noch nicht. Für mich war das immer ein Acker. Früher. Gut, macht's gut. Winke, winke. So, jetzt brauchen wir ausnahmsweise mal ein Nachwort statt einem Vorwort, beziehungsweise ein Vorwort nehme ich auch gleich noch auf. Ich bin nach Hause gegangen nach dem Beitrag, den ihr gerade gesehen habt und habe mir gedacht, ach, so fies kannst du eigentlich nicht sein zum Stefan, der meint's ja nur gut, der hat ja niemandem was getan, im Grunde, das stimmt auch alles. Also ich gehe jedenfalls sehr davon aus oder möchte davon ausgehen, dass das nur gut meint, bis ich dann einen Beitrag von Alpha Kevin im Internet entdeckt habe. Der hat nämlich ein paar ein bisschen Fragen
fragwürdigere Aussagen vom Stefan zusammengestellt. Und da ist auch eine Sache dabei, die ich bisher nicht mitbekommen hatte. Und bei dieser einen Sache ist mir dann der Hut hochgegangen. Deswegen lasse ich meine vorherigen Aussagen so stehen, wie sie da jetzt stehen. Und möchte dazu auch gleich noch mal eine kleine ergänzende Aussage machen, was ich von folgendem Zitat so halte. Also das, was jetzt gleich kommt, ist ein Ausschnitt aus dem Video von Alpha Kevin, das ist unten verlinkt. Und wer sich das angucken möchte, hat natürlich selbstverständlich die Möglichkeit, das noch zu tun. Also bis gleich mit mir. Auch direkt über zum nächsten Thema, und zwar seinem relativ arroganten Verhalten im Nachhinein. Denn anstatt sich jetzt nicht noch groß aufzuspielen, macht er gerade das komplette Gegenteil. Er erzählt ja, wie er das Feuer mit den Händen bekämpfte. Und er würde Seven vs. Wild auch easy bloß mit dem Taschenmesser schaffen. Solo ohne Gegenstände? Ja, hätte ich geschafft. Wenn ich in meinem Kopf das nicht gehabt hätte mit diesem ganzen Gruppenzeug, wenn ich mich nicht vorher um Kopf und Kragen geredet hätte, dass ich, egal was passiert, ich immer bei der Gruppe bleiben werde, hättest du mich jetzt einfach dahingesetzt. Einfach so, von mir aus nur mit dem Taschenmesser oder was? Wäre ich da klar gekommen. Da wäre ich klar, safe. Also diese Arroganz nehme ich mir, ja. Diese Arroganz nehme ich mir, hätte ich geschafft. Also er schafft keine 5 Tage mit der Gruppe zusammen und er hätte dort auch jederzeit wahrscheinlich mit dem Messer gehen können, um sein Ding alleine durchzuziehen. Und dennoch lässt er sich dann aus Trotz abholen, um im Anschluss solche Reden zu schwingen. Und bitte was? Also er behauptet allen Ernstes, das Solo mit nur einem Messer problemlos geschafft zu haben. Also da geht mir der Hut hoch. Also das ist, nee, also offensichtlich ist hier ein massives Problem mit der Selbstwahrnehmung vorhanden. Also ich quatsche hier einfach über mich selber drüber, damit ich irgendein Bildmaterial habe. Ne? Also nicht verwirren lassen. Also das ist lächerlich. Das ist völlig lächerlich. Also wenn du sowas behauptest, dann musst du irgendeine Tatsache haben, um das irgendwie belegen zu können. Das ist absolut lächerlich. Ja, er muss in der ersten Nacht die ganze Nacht rumlaufen, weil er nicht in seinen ollen Schlafsack passt. Er schafft es ja auch in ein paar Tagen nicht, Feuer zu bohren, wohlgemerkt. Er behauptet zwar nach Tag 2 sofort ein Feuerzeug zu haben. Bäm, ich habe jetzt ein Feuerzeug. Bäm. Und dann klappt es aber trotzdem nicht. Also nein. Nein, also wirklich nein, einfach nur nein. Also da habe ich jetzt auch überhaupt kein Verständnis mehr und da ist jetzt auch bei mir mit respektvollem also respektvoll ja, Beleidigung immer noch nicht, ne? Aber nein, also das ist einfach Blödsinn. Und da, nee, also der Typ ist echt ein Blender, der kann nix, also definitiv. Also er kann schon was, aber ich bereue gerade, dass ich im weiteren Verlauf weiter vorne im Video Joe kritisiert habe, dass er sagt, dass Stefan von Survival null Ahnung hat. Das nehme ich zurück. Sorry an Joe, du hast recht, Stefan hat wirklich von Survival null Ahnung. So, und damit bin ich jetzt wirklich raus. Hei, 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 hei.